Moment, der hat gar nicht mein Ab. Ich habe da ein Bild, ich habe alles eingefügt hier, das verstehe ich nicht. Das Bild ist da. Katastrophe. Das Bild ist da. Hä, bei also der Einzige, der anonym bleiben will, aufgrund seiner ganzen Zerstörung-Videos, ist Rezo auf jeden Fall. Hey, das ist ein Bild. Da bin ich 17 oder so. Komisch, bei mir heiße ich irgendwie... Ist egal. Echt jetzt? Okay. Bei uns Moment, wie sind die Regeln nochmal? Werdet ihr jetzt gleich sehen. Ich glaube, wir müssen eher ein bisschen reinkommen. Ich meine, wir kennen alle Uno aus der Kindheit, aber... Ja, alle, also 3 von 4. Warum? Okay. Hat Gnu keine Kindheit gehabt, oder was? Nee, Kaya hat doch gesagt, dass wir Uno nicht kennen. Ja, ach so, ja, stimmt. Ich kenn's nicht. Was jetzt? Gibt's hier Stream Sniper? Muss ich was legen? Ja, ich glaube. Ja, einer von euch. Ich dachte, ich wäre lost. Ach nee, es wird erst gesucht, wer hat die Farbe? Gelb. Es ist gelb dran, glaube ich. Okay. Rezo, du darfst gelb legen. Also ich kann jetzt die Farbe auf Farbe legen. Oh, das ist direkt doppelt gelegt. Ja. Puh. Ah, du kannst zwei legen, wenn du zwei von derselben Karte hast. Nee, du darfst immer zwischenlegen. Also wenn irgendjemand eine Karte legt, die du auch hast, dann kannst du schnell reinlegen. Genau. Aha. Und ich kann zum Beispiel jetzt das machen und ich kann. Das ist eine Sonderregel. Also wenn du jetzt eine gelbe 2 hättest. Aha, verstehe. Sie muss gelb und eine 2 sein, dann dürftest du die jetzt. Hätte ich jetzt aber auch nicht eine blaue. Hätte ich nicht auch eine blaue 2 jetzt legen können? Was heißt das jetzt? Du hättest auch eine blaue 2 legen können, ja. Also Zahl auf Zahl und Farbe auf Farbe. Was heißt das? Was denn? Was heißt das? Da ist eine dicke 7 in der Mitte. Ich weiß es auch nicht. Du musst, glaube ich, einfach nur gelb spielen. Einfach gelb oder 7. Warum habe ich jetzt deine Karten? Was ist jetzt passiert? I don't get it. Habe ich deine Karten bekommen? Hä? Ich kann nichts. Ich habe kein Gelb. Ich habe kein Gelb. Wer hat denn die Regeln erfunden? Mr. Uno heißt der Typ. Hä? Mr. Mau Mau. So. Oh, Richtungswechsel. Boah, spielen stresst mich jetzt schon. Ich kann schon wieder, ich hab kein Gelb. Ah, hier ist Gelb. Spielen. Also wenn ich jetzt eine gelbe 8 hätte, hätte ich dazwischen legen können, obwohl ich nicht dran bin. Hätte machen können, hat aber genug gemacht gerade. Selbst wenn du nicht dran bist. Verstehe. Okay. Und erstmal die großen Zahlen ablegen, weil am Schluss zählen die ja gegen dich, ne? Die Karten mit den... Mhm. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt, ich hab nicht Gelb und ich hab nicht 8. Okay, also das mit da der 7 bedeutet, sorry, wenn wir. Ich. Entschuldigung. Ja. Sorry. Wenn die Zahl 7 da steht, das habt ihr eingestellt, dann tauschen sich die Karten. Oh. Jetzt musst du 4 ziehen. Ach ja! Okay, stimmt. Ganz kurze Info. Bei 7 kannst du mit jemandem wechseln, bei 0 werden alle Stapel gewechselt. Also das war jetzt eine plus 4, das heißt, sie muss 4 Karten ziehen. Was? Wieso kriegst du die jetzt? Ich hab dich gedisst. Wie kannst du das denn zurückschmeißen? Ich hab keine Ahnung, ich muss eine Karte ziehen. Oh, warte, Moment. So. Hä? Wieso hab ich jetzt 4 Karten gezogen? Moment, ich hab keine Ahnung. So, ich mach euch jetzt fertig. What is going on? Mach blau. Ah, jetzt kannst du die Farbe auswählen. Warte, ich kann irgendwas... du kannst dich... So, was? Kaya, gönn dir 2 weitere Karten. Aber ich will keine 2 weiteren. Aber warum da muss jetzt Kaya ziehen? Warum musst du Gnu nicht ziehen? Warum musste ich für Gnu ziehen? Ich hab auch gedacht. Wieso bin ich nicht mehr dran? Ja. Weil er geblufft hat. Achso, wenn ich 2 Karten ziehe, dann bin ich nicht mehr, kann ich nicht mehr ablegen. Oh. Ah, okay. Ja, genau, dann bist du nicht mehr dran. Aber du kannst jetzt erstmal diese Runde gar nicht spielen, weil ich blocke dich erstmal. Was hast du gegen mich, Julian? Ich bin nur auf deinen Server gekommen. Nee, da war damals eine Folge, die ich nicht mochte. Oh Gott, alles zurück. Ich glaube, du wirst mir noch sehr oft blocken. Am Mist. Zack! Ich hab dazwischen gelegt. Ja, hab ich gesehen. Das hast du sehr gut gemacht. Hey, wer ist jetzt. Hey, ist jetzt nochmal Gnu dran? Ey, das ist ja mega. Geilste Diss ever. Halt, wieso kann ich jetzt nicht reinlegen? 7, so, jetzt ist wieder Richtungswechsel. So. Nein, ich will doch gar nicht eure Karten haben. Ich hab doch viel weniger. Du musst jetzt tauschen. Ja, ich will nicht tauschen. Aber ich tausche mit dir, Rezo. Ey, jetzt hab ich da meine Karten vom Anfang. Das ist ja mega die wacken Karten. Ich bin. Das sind deine. Ich hasse dich, Mann. Ey, jetzt müssen wir alle Karten tauschen. Was? What? Ey, was? Okay, du bist dran, Rezo. Okay, jetzt willst du eine Farbe. Oh, jetzt verstehe ich, okay. Ja, genau, damit. Von wem haben wir diese ganzen Karten bekommen jetzt? Also, Rezo, du hast mein Deck jetzt, oder? Genau. Weil die Karte, das war meine ich. Man kann mich erinnern. Boah, ich habe nur noch 4 Karten. Ah, du hast 2 Gnu.
Oh, Gnu hat doch noch zwei. Wir müssen Gnu boykottieren. Ja. Kannst du mal deine Animositäten vergessen, Julian? Oh nein! Was war das jetzt? Sie hat nur noch eine. Okay, ich habe eine Idee. Das ist eine dumme Idee, ja? Ja. Nee, ist eine gute Idee. Wieso? Nein! Aber dann. Smart! Ja! Smart! Aber nur du weißt, welche Farbe ich habe. Nein! Wieso? Wer war das denn jetzt? Wieso musstest du jetzt zwei ziehen? Weiß ich nicht. Woher Weil er keine hatte zum Legen. Aber warum muss er dann zwei ziehen? Ich dachte, er muss mal eine ziehen. Ich weiß es ehrlich gesagt. Nacheinander. So lange, du musst so lange ziehen, bis du eine Farbe hast. Ach, ich habe Uno nicht gesagt. Nee, aber wo muss ich denn Uno sagen? Wenn du nur noch eine Karte hast. Wo muss ich denn Uno dann sagen? Dann sagst du ja, Numero Uno. Nee, das war jemand anders. Uno. Ach, das kennst du sogar, Numero Uno? Uno. Woher soll denn das Spiel wissen, dass man Uno gesagt hat? Wenn du die letzte Karte in der Hand hast. Was ist denn? Ich brauch Blau! Blau! Nein! Ich brauch doch Blau! Was passiert denn jetzt? Ich hab Blau! Alter, was ist denn hier los? Und ich kann nicht mal legen! Ich kann nicht mal legen! Ja, jetzt kannst du legen. Jetzt kannst du legen. Ah, danke, das ist lieb. Uno! Oh shit! Hey, hast du auch Uno gesagt im Spiel? Muss man das nicht sagen? Muss man jetzt zwei legen? Nee, muss man das sagen? Ich verstehe es nicht. Muss man das nicht sagen? Nee. Aber doch, muss man sagen. Aber muss man das dann sagen ins Spiel rein oder was? Oh nein. Hört der uns, hört das Spiel uns ab? Nee. Das war doch bei Mama auch so. Oh nein! Hör doch mal auf! Mann! Ich will das nicht! Oh mein Gott! Ey, dieses Spiel macht mich fertig. Hey, warum bin ich denn schon wieder dran? Ich hab kein Blau! Ich hab so viel Karte und ich hab kein Blau! Was ist denn... Was war nochmal die... Ah, das ist Blocken, ne? Ah, jetzt verstehe. Jetzt kann ich Rezo blocken. Jetzt ist er geblockt. Ja, sehr fair. Ich hab das nur gemacht, weil das war die einzige blaue Karte, die ich hatte. Jawohl! Was danke denn? Gnu. Ach Mann! Nein! Wieso? Ich hatte nur noch eine scheiß Karte, Mann! Scheiße. Oh, direkt spielen, ey. Ich dachte, ich würde mein erstes Game sofort gewinnen, aber nein. Boah, ey. Ja, noch ist alles drin. Boah, wie viele Karten habe ich denn? Hey! Oh. Ey, ich muss leider tauschen. Unten rechts blinkt Uno. Drücken geforderte Karte. Ja, ich bin jetzt ganz weit weg wieder von Uno, Leute. Aber man muss unten rechts unten Uno drücken, wenn das aufleuchtet, sagt mir der Chat. Okay. Hier, take this. Oh, das war gut. Oh! Oh, mach das weiter. Ich verstehe, so, wie er spielt. Ich verstehe das. Good. Das ist eine gute Taktik auf jeden Fall. Ja, nimm den. Oh, sehr, sehr gute Taktik. Ich verstehe die Strategie langsam. Wieso habe ich den jetzt zweimal gelegt? Das weiß ich auch nicht. Ach, weil du dazwischen gelegt hast, weil es dieselbe Karte war. Damn. Bist du jetzt zwei Runden geblockt? Nee, ich glaube, ich war einfach doppelt geblockt. Mal die Farbe. Du bist doppelt geblockt? Ich bin absolut geblockt. I don't give a damn. Ich war wirklich lange nicht mehr dran, also. Dann. Ja. Du warst echt da. Warum zeigt er mir das? Achso, ich zeig mir das selbst. Hier. Nein, ich muss was. Hier. Mann! Nein, ich hätte die andere. Yeah. Ach, der ist immer noch geblockt. Ich war so lange nicht mehr dran. Krass. Aha, okay. Oh, du hast Uno gesagt. Hat Uno gesagt. Ich hab Uno gesagt. Ich bin voll am Gewinnen. Ich würde aufpassen. Ey, mach bitte jemand irgendwie da blau. Da spricht die Türkin aus dir. Nein, Alter. Sofort umbringen. Nein, das ist doch scheiße. Gut. Nein. Good. Ey, jetzt geht das wieder los. Das kann doch nicht sein. Eine Karte. Mann. Du hast aber die meisten Karten. Und jetzt geht's. Ah, jetzt geht's wieder zurück. Nee, jetzt. Hä? Welche Richtung? Nein, warum hast du? Jetzt ist Julian Leute, dran. Leute, auf Wiedersehen. Warum hast du das? Warum hast du das? Nein. Ich wusste nicht, dass er die Karte hat. GG an mich selber. Ich bekomme Partybonus, hey. Oh, ich habe Partybonus, ey. Was ist das eigentlich für ein Bild, Rezo? Bist du das? Nee. Doch, das bin ich mit so 17. Das ist doch Sarasa, oder? Nee, bin ich wirklich. Ich hatte früher lange Haare. Ich auch. Julian Bam ist raus. Wir spielen gerade mit Luna. Ach so, ich bin einfach raus aus dem Spiel und ihr spielt weiter. Ja. Oh. Das ist ja Monster Crap gemacht. Ich dachte, hier. Ich dachte, du hättest gewonnen und hast gesagt, ihr seid mir zu noobhaft, ich bin raus. Ja.
Was machen wir jetzt mit Luna? Das, was ich gedacht habe, aber nicht das, was ich ausgeführt habe. Ja, dann sollen wir nicht dann das Spiel nochmal beenden und nochmal... Das ist okay. Was? Wie gehen wir hier raus? Das ist ziemlich wack gemacht. Also ich finde es auch okay, jetzt ohne Ju zu spielen. Ich auch. Ich spiele mein eigenes Spiel. Ich dachte, das ist... am Start. The winner is out, dachte ich. Ich bin schon länger auch auf den Sack. Also muss jetzt wieder auf eine Einladung warten, ne? Okay, ich kann euch direkt einladen. Mhm. Okay, jetzt wissen wir zumindest alle, wie das Spiel funktioniert. Also halb, aber ich komme rein, ja. So, was muss ich machen? Ich warte einfach nur. So, ich habe euch eine Invitation geschickt. Ah. Wenn du Shift F2 drückst, dann kannst du im Spiel direkt annehmen. Wenn du Alt F4 drückst, dann machst du deinen PC schneller. Das, du wirst lachen, aber ich kriege heute noch die Witze im Chat. Ich auch. Ich auch. Und ich finde es eigentlich nie lustig. Ob ich es selber gerade gebracht habe. Super, jetzt ist Luna, sorry Luna an der Stelle. Ich weiß nicht aus welcher Community, wahrscheinlich aus Julian Bams Server, ne? Oh. Ist ja for free. Oh. So, Kronen. Okay, wir sind alle ready to win jetzt. Ja. Oh ja. Oh, ich habe sehr gute Karten, Leute. Sehr. Was heißt nochmal dieses plus 2 mit Karten? Das heißt, der nächste muss 2 ziehen, aber man kann nochmal eine plus 2 drauflegen. Also hier sowas zum Beispiel. Okay. Genau. Alter, aber ich sag nur eins, hier könnt ihr 4 Karten. Oh. Nein, shit. Ich warne nicht Rezo, ich warne dich. Hey, was ist denn das für ein Game? Wieso kriegt immer Achso, ich muss. Ey. Sorry, es war die einzige Karte, oder? Ja. Wieso konnte ich die überhaupt spielen? Wieso nicht? Scheiße hier. War da grün da? Du kannst ja immer noch tauschen. Ja. Also, ich muss eine Karte ziehen. Wie tauscht man nochmal? Ah, dieses Reverse-Dings, ja, okay. Ah, das. Ah, cool. Du hast gleich die erste Karte gezogen. Ja. Ah, das ist nicht so gut für mich. Ne. Oh, okay, komm. Etwas. Ich möchte blau haben. Gut, dafür setzt der liebe Rezo einmal aus. Gern. Weißt du, was mein Chat sagt? Etwas KI würde dem einen oder anderen nicht schaden. Aber es wurden keine Namen genannt. Hier, hä? Take two. Ah, nein, das ist nicht gut. Warum denn? Weil jetzt muss ich 2 Karten ziehen. Aber jetzt hast du mehr Karten, gut. Aber es ist nicht so schlimm. Ach, ich muss doch aussetzen, wenn ich ziehe. Warum muss ich denn aussetzen, wenn ich ziehe? Mann, das muss ich nicht haben. Das ist eine doppelte Bestrafung. Jetzt reicht's! Rezo hat nichts getan. Alter, wenn Rezo jetzt gleich mit dir tauscht, ne, Gnu? Oh, Mann! Okay. Mhm. Hör auf, Karten zwischenzulegen. Was soll denn das? Ja, wie er es da reinschmeißt, so ganz eifrig. Mann! Hör mal auf jetzt! Hallo! Das sieht so lustig aus vorne von der anderen Perspektive einfach. So, ich will mit niemandem von euch switchen. Auf gar keinen Fall. Jetzt echt alle massig Karten, ne? Voll die entspannte Musik, gell? Sarah, nee, Rezo, du bist dran. Sarah hat. Ja, weil dieses Bild. Geil. Nein, das ist jetzt richtig blöd. Du kannst auch aussetzen, gell? Ja, wie macht man das? Kann man aussetzen? Ja, das steht immer da, glaube ich, wenn du nicht die Zahl hast. Ich guck gleich mal. Ach aber so? Ich hab die Zahl, bitte, aber ich will nicht. Danke für grün. Grün, gut, diese. Oh. Chat, ihr wisst, was das bedeutet. Oh, was machst du jetzt? Oh, Sakaya switcht die Farbe. Oh nein, doch nicht rot! So, okay. Gut. Wie empört du direkt warst. Oh, da haut er nochmal drauf. Auch nicht rot schon wieder! Ich check das mit dem Dazwischenlegen nicht, noch nicht so richtig. Also, wenn war eine 3 Dauer. Ah, jetzt verstehe ich. Doch, sorry. Vor allem, das Spiel gibt dir das ja eigentlich vor. Ne? Du musst nur rechtzeitig D drücken und dann. Ja, oder aber manchmal ist es auch S oder so. Also manchmal ist eine andere Taste. Und wenn du einmal falsch drückst, dann ist... Was heißt jetzt anfechten? Was mache ich denn da überhaupt? Was war denn anfechten? Warum musst du 6 Karten ziehen? Was hast du gemacht? Genau, was heißt dieses oder was anfechten? Hast du nicht gemacht gerade? Kann man sorgen, dass man... Verstehe ich. Hä? Ich verstehe das. Ach, alles ich hätte hast so du gerade gesagt... Ich habe es nicht verstanden. Ich auch nicht. Es tut mir weh im Herzi.
Wer hat denn die Regeln aufgestellt? Der Jude. Der das nicht schnallt. Aber für diesen Move. Erstmal Ruhe, ne? Erstmal Ruhe schöpfen, so ein bisschen Gnu, ne? Erstmal so ein bisschen, erstmal klarkommen, was gerade passiert ist. Ich bin froh, dass wir nicht an einem Tisch sitzen. Ja, Judan, lass uns doch zu zweit einfach spielen. Ja, finde ich auch nicht, gar nicht so schlecht. Und ganz ehrlich, ich glaube ganz ehrlich, der Kai hat ganz gute Karten eigentlich. Es sag mal. Alter, in welche Richtung geht's jetzt immer? Ich check. Ah, ich kann jetzt überlegen. Willst du jetzt Kaya-Karten von Ju nehmen oder Ju's Karten von Kaya? Ah, vielen Dank. Da lege ich dir mal dazwischen und dann würde ich einfach mal deine Karten nehmen. Nein! Jetzt hast du wieder deinen eigenen. Nein, Alter. So. Nein. Das ist eine sehr, vielen sehr Dank, sehr nett. Ah, das ist nicht so gut gewesen. Aber ganz ehrlich, ich lege auch mal rein. Gucken, was passiert, welche Richtung. Ah, ist auch immer noch Gnu dran. Okay. Okay. Ah, sie hat kein Grün. Also wenn ihr so weitermacht, hole ich Luna wieder rein. Luna. Die wartet die ganze Zeit. So, ey, aber hä? Bitte. Warum nicht rot schon wieder? Ich habe doch kein Rot. Habe ich doch eben... Anfechten? Hä? Was denn anfechten? Ich fechte mal an. Du hast Rot? Nee. Hä? Was? Ich verstehe Anfechten nicht, Chat. Ey, aber wieso? Oh, warte, Gnu hat doch plus 4 gelegt. Warum hat darauf Kaya plus 4 gelegt? Ich konnte sie dazwischen legen. Hallo, was passiert denn gerade? Ist jetzt mal gut hier langsam. Weil es dieselbe Karte war, ich oder? Ich hab diese Regel aktiviert, da stand random drauf. Was? Mann! Ah, okay, ich weiß, was Anfechten heißt. Wenn du so weitermachst, nenne ich was nur noch Sarasa. Also er sagt, eine Anfechten kann man, wenn man meint, jemand, der eine plus 4 legt, hätte auch was anderes legen können. Wenn das stimmt, muss der, von dem die plus 4 kam, Karten ziehen. Wenn nicht, muss der Angefochtene hat zwei mehr. Aber Kaya konnte doch gerade andere Farben legen. Wer ist denn dran? Ich bin dran. Wieso? Deswegen, ich hab doch gerade. Warum hab ich denn Schuss? Hey, ich hab nichts gecheckt. Ach, mit 7 tauscht man die Karten. Hey, was? Ja, mit 7 tauscht man Karten. Und du kannst also dir so aussuchen, mit wem, oder wie? Genau. Spiel für immer und ewig. Dieses Spiel hört aber nicht aus. Wer ist denn jetzt dran? Ja, ich. Ach, du. Oh. Ich finde die Musik dazu so geil, wie aggressiv wir werden, aber dann... Legen hätte können. Voll entspannt, gell? So richtig Urlaubsfeeling. Im Hintergrund die Klimpermusik und wir... Okay, check. Danke dir, Max. So, okay. Ich weiß, glaube ich, was Anfechten bedeutet. Ich probiere es einfach gleich mal aus. Ah, warum immer rot? Leute, Rot ist nicht die richtige Farbe. Sind es eigentlich unsere Levels und Gnu ist Level 9 und Rezo ist Level 5? Ja, warum bin ich so ein kleines Level? Nee, das sind 8 Karten hast du auf dem Stab. Ach so. Aha. Aha. Komm, rück mal alle die plus 2er raus hier. Komm, ich weiß doch, ihr habt alle plus 2er hier drauf. Auf eurer Hand. Ach, nicht rot schon wieder. Mach mal blau oder so, eine schöne Farbe. Danke. Ah, jetzt bin ich endlich dran. Okay, ich habe sehr viele Karten. Tausch doch mit Rezo. Muss nicht sein. Nein! Ja, klar. Oh, danke. Ich habe mit Rezo getauscht. Das ist lieb. Scheiße, Mann. Ey, Gnu, was hast du für Kackkarten? Was ist das? Ich kann ja nichts legen. Ich kann komplett legen. Ey, in Real Life mit Karten tauschen ist ja übelst ätzend. Das ist wahrscheinlich links geprügelt, wahrscheinlich. Leg mal eine schöne 8, oder? Also. Oder eine leckere 7. Nein. Aber da musst du tauschen, du hast doch voll wenig Karten. Mann, ich vergesse das immer. Nein, das sollst du nicht machen. Scheiße. Oh mein Kerl. Jetzt hast du... Mann. Nein, nicht meine. Wieso? Du hast ja jetzt nur noch 2. Ich vergesse immer, dass du 7. Ich bin ein Ehrenmann, ich bin ein Ehrenmann. Hier. Nicht wieder tauschen. Doch, tausch jetzt, wenn du kannst. Aber ich weiß genau, was Gnu hat, weil das sind ja meine Karten. Jetzt verstehe ich, was er die ganze Zeit vibriert. Ich kann halt nichts spielen. Mein Controller vibriert auch die ganze Zeit. Ja, das ist mein Controller. Nein. Ich hab's nur eingebildet. Wieso nicht, wenn die meisten Karten hat, ne? Das kannst du nicht. Ja, sehr gut. Hä, wieso du nur eine? Ja klar, und direkt plus 4. Och nö, ich fechte das jetzt an, weil ich glaube dir... Nein, okay, ablehnen. Na toll, ich muss auf die 4 ziehen. Okay, ah nein, das Blöde ist, ich kann nur eine einzige Karte legen und das ist die hier. Ach nee, ich bin gar nicht dran.
Hey, Gnu gewinnt. Nee, nicht grün, Gnu kann auch grün. Nein, kann sie nicht. Ich weiß, welche Farbe sie da in den letzten beiden Karten hat. Ah, mega smart. Hey! dann will ich mal sagen... Richtig. Ah nein, die Farbe hat sie bestimmt, ne? jetzt weiß ich nicht mehr, was sie alles hat. Sie hat ja gezogen in der Zwischenzeit. Oh, jetzt. Hau doch eine +2 raus. Oh, Gnu. Das war's dann wohl. Ich hasse euch. Ja, sehr gut. Dieses Spiel ist endlos, Alter. Hey, guck doch mal, Kaya. Mach doch mal was gegen Kaya. Oh, Kaya, wir müssen direkt Teamwechsel. Mal auf den eigentlichen Team, Fall. Oh, er hat Uno. Er wieso hat Uno? Ich hab doch zwei Karten, das verstehe ich nicht. Ja, aber jetzt, weil du jetzt ja eine legen wirst. Oh, so, dazwischenlegen. Oh, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Hast du eine grüne, Kaya? Sag ich nicht. Ich hab da noch eine. Scheiße. Vor allem, wie dumm seine Karte leuchtet, das macht mich richtig aggressiv. Ja. Das sieht nicht aus wie eine grüne Karte. Ah, gut. Mann! Gut. Ja, Mann! Sieht, ja. Sieht alle nicht aus wie grüne Karte. Ja, das war gut. Nein. Das war die einzige, die ich spielen konnte. Ja, sehe ich. Mann, wieso sammelt einfach Rieso nimmt mir das ganze Deck. Ey, was geht? Mann, ich war kurz davor. Ja. Direkt mal reinlegen. Ach so, ja. War eh dran. Könnt ihr mir was nicht Böses legen, vielleicht? Leg was richtig Böses. Wieso? So eine 12. Ah, schwierig. Was? Ach, du hast dazwischen. Ah ja, verstehe. Ah, dieser Zwischenlegen, das nervt. Ach so, wenn er dazwischenlegt, bin ich auch wieder dran. Alter! Mann, ihr legt ja nur noch. Holy shit! Ich will mit niemandem tauschen. Ich will nicht. Musst du aber jetzt. Nein! Ey, man kann ja gar nicht gewinnen mit diesem Tauschen. Das ist so der Plot-Twist eigentlich. Das ist ein Fehler im Skript. Ja, das kann ein großer Nachteil sein. Ich spiele jetzt. Gnu. Jetzt ist dein unter euch aus. Das ist wirklich. Was hab ich getan? Er war so 8 Runden nicht mehr dran. Nein, ich hab kein Gelb. Ich hab noch kein Gelb, ich hab immer noch kein Gelb. Karma! Okay. Mann! Am ersten Mal war es noch witzig. Nein, warum wechselst du denn? Wechsel mit mir! Nein, du hast ja voll die Wacko-Karten! Sollen wir euch allein lassen? Kai, tut mir leid. Ach Mann, ich spiele jetzt mit Luna alleine weiter. Tut mir leid. Ich glaub dir das nicht. Ey, tut mir leid, Gnu. Nein! Ey, tut mir leid. Nein, ich kann leider nicht mehr mitmachen. Ah, no way. Ich war doch am Gewinnen. Okay, eine 9. Eine solide 9. Sag mal, komme ich auch nochmal dran? Ey, kann jemand mal schreiben, wie lange war Kaya nicht mehr dran? Wenn du safe jetzt 8 Runden. Ich glaube, in der Partie war ich noch nicht einmal dran. Yay! Jetzt bist du dran, jetzt. Ja, aber ich kann nur eine Karte spielen. Ja, ist doch gut. Boah, ich habe nur noch eine Farbe. Das Sarah Zahn hat gewinnen. Ui. Nein. Doch, oh, Gott sei Dank. Nein. Ich hab grad geschwitzt, ey. Ach, Mann. Ah, ich kann hier bitte. Ich hätte gern diese schöne Farbe. Oh Gott. Nein. Gut. Nein. Ja. Nein. Ja, Gelb ist halt auch schon sehr kritisch bei mir gerade. So blau ist auch viel schöner, oder? Hab ich nur im Gefühl so. Rot ist auch nicht schlecht. Aha, was passiert jetzt nochmal? Jetzt wird. Oh nein. Und jedes Mal, wenn ich mich runterarbeite. Oh, ich habe auch kein Rot. Jetzt habe ich Rot. Yay. Aha. Der ist halt kacke, ne? So fies, wenn man. Dieses Spiel ist endlos einfach. Ich glaube, das dieses Spiel ist einfach buggy. Das wird 24 Stunden Uno-Stream. Ungewollt. Ey. Sorry. Jetzt bist du nochmal dran. Oh Gott. Nein! Ah, dann lege ich doch mal das hier. Diese Musik ist so geil. Ja, die ist voll entspannend irgendwie.
Ist richtig schön. Ah, ich hätte andere legen können. Oh. Dann musst du das jetzt rausfinden, welches Ju hätte legen können. Oder war das nur ein Bluff? Anfechten? Ich habe keine Ahnung, warum. Wie, was? Was fechte ich denn an? Was? Hab geblufft. Was? Ich check das Anfechten nicht. Kann jemand mit mir Kartendeck tauschen, bitte? Das bedeutet, dass wenn Ju noch eine andere Karte stattdessen hätte legen können und du fechtest an, hab dann muss er ziehen. Dann muss er eine andere ziehen? Genau, also pass auf, wenn du musst eigentlich 4 ziehen, aber ja. Wenn Ju eine andere Karte als diese plus 4 hätte spielen können in seinem Zug, jetzt dann kannst du halt anfechten und dann muss er ziehen. Wenn du aber sozusagen dich vertust, ich hätte doch legen können. Okay, verstehe. Okay. Wie dumm. Flop. Man hätte jetzt nicht auf diese Box. Wir lassen wieder Kaya hier. Jetzt habe ich die Gitarren. Oh. Jetzt werde ich schon wieder wegen meinem Alter ausgeschlossen. Ich finde das echt fies von euch. Hä, Reason, ich bin älter als du. Alter, nein, Gnu, nein, gib mir nicht diese Karten. Mach nicht nein, diesen. Oh mein Gott, nein. Oh mein nein, Gott. Ich will nicht dein Tripper. Tausch mal jemand mit mir, bitte. Das wäre sehr nett. Ich will nicht. Du darfst tauschen. Also ich muss. Also ich muss. Also ich habe eine 7. Ja, ich habe sie dazwischen gelegt. Entschuldigung. Vielen Dank, dass du mich dran erinnert hast. Jo, nein, ich nehme deine Karten. Nein. Jetzt. Das sind doch okay, das Karten. Macht ja nichts. Mann, nein, das sind Gnus-Karten, oder? Nein! Oh, damn! Und die Farbe jawohl, rot. Jawohl. Und ich kenne deine Farbe. Ey, das ist wie bei diesen Street-Magician, wenn die so 3 Cups haben und dann sagen die, wo ist der Ball, wo ist der Ball? Salvatore. Ich weiß nicht, was man bekommt. Das ist gleich eine unendliche Geschichte, oder? Falsche Farbe. Ich Idiot. Ich muss die ganze Zeit an deine Farbe denken. Scheiße. Wieso, die hast du doch. Contesten? Ja, die habe ich, aber ich glaube dir auch. Okay, wir machen mal diese Runde. Wir machen mal diese Runde jetzt hier. Ey, ich bin ja gar nicht dran. Nee. Ah doch, jetzt bin ich dran. Hä? Ich habe gar nicht verstanden, was jetzt hin und her hier passiert ist. Genau, das ist... Ich habe was zwischengelegt. Das heißt, ich bin ja wieder dran. Das heißt, danach ist wieder genug dran. Ja, vielen Dank. Jetzt ist wieder Glut dran, nur aber 8 Karten gleichzeitig gelegt. Wow. 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 Okay, Riese, zieh mal ein paar Karten, oder? Zieh mal so nochmal. Nee, ich zieh ja gar nicht. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Komm, wir machen mal diese Art von Runde jetzt hier. Was soll das jetzt, diese? Ah, das ist nichts. Ach so, gut. Ich dachte, du legst auch plus 2. Ich hab nichts bei gehabt. Philipp Mignon. Ich dachte. Nee, das ist aber nicht so geil. Noch lacht sie. Oh, bitte. Nein, nicht. Bitte nicht, bitte nicht. Komm. Niemals, bitte nicht. Was? What? What? Was? Das geht du hast auch. Dazwischen gelegt? Du hast dich selber... Du hast dich selber verdoppelt? Hä? Warum habe ich nur zwei ja, Teams müssen? Ja, nochmal hatte in gelb. Wie? Damit ach, damit ist die andere sind die anderen inaktiv? Oh, oder danke, du hast mein Leben Glück, gerettet. Dass du das dazwischen gelegt hat. Oh. Was machst du eigentlich da für einen Gesichtsausdruck auf deinem Bild, Julian? Was ist das so genau? Das war ein Placement. Da mache ich immer genau diesen Gesichtsausdruck. So guckt du, wenn er Penisse sieht. Ich kann nicht legen, ich kann nichts legen. Doch, kann ich. Ich trottel. Sorry. Ich habe einfach alle Karten durchgeklebt. grün nicht gesehen. Wie so auf dem Controller alle Knöpfe drücken. Ich bin noch farbenblind. Das kommt so jetzt. Ach, echt? Nein, aber gerade ein alter Monty Python-Spruch ist sogar eingefallen. Oh, Monty Python. Da merkt man, dass wir alle. Alter, ich hätte auch eine andere legen können. Shit. Gnu, it's your turn. Warum? Warum? Warum muss ich jetzt Mann, wieso muss ich das jetzt drücken? Was soll denn das? Ich hätte es jetzt anfechten können. So, ich will rot, ja? Kannst du von mir haben? Kann ich mich selber dazwischen legen? Ja, kann ich! Ja. Kann ich mich selber dazwischen legen? Alter, frag mich. Hast du gerade 4 Karten gelegt gleichzeitig? Nee, 3. Das frage ich eigentlich nur bei Frauen. Okay, sorry. Alter Boomer-Gag. Oh no. Ey, wir sind alle Boomer hier, das ist okay. Ich leg auch eine plus 2, aber ohne den Plus. Oh, Mann, ich hab Uno nicht gedrückt. Scheiße! Mann! Mann! Ach, ich hab dich gerade gemeldet, ja, dass du mich Uno gedrückt hast. Ja. Das, wir können ich kann nicht schnell genug richtig sneaky hier.
Ey, ist diese Runde endless? Ja, 24-Stunden-Stream. Ganz ehrlich? Was ist denn hier los? Luna wartet in der Lobby. Luna, ey. Ey, die arme Luna. Oh yeah. Ich hab doch kein Grün. Ich hab immer noch kein Grün. Ist auch kein Grün. Ist rot. Und danach ist Monopoly blau. Ist rot. Ist gelb. Die Mann. Okay. Ah. Wer hat mich ausgelacht? Ich hab gehört, Kai hat mich ausgelacht. Nee, ja. Rezo. So. Nee. Ich hab's doch verstanden. Luna war eine KI übrigens, gell? Ach so. Nee, das ist eine alte Freundin. Nee, das ist schon Luna gewesen. So, ich versuche mal mein Glück. Immer in der Nacht. Dankeschön. Ja, okay. Gerne. Ich dachte, du hattest gerade so wenige Karten, deswegen. Ja, das wollte ich nicht, ne? Ja. War so wenige da wie die Haare auf dem Kopf. Jetzt, oh oh. Kannst du mit mir tauschen? Ich habe richtig nice Karten. Das klingt wie eine Falle. Ich nehm's einfach mal an. Das? Geht doch. Findest du? Ich finde deine besser. Ach, ich die 6 legen können. Check bis. Rezo, fechte ihn an, fechte ihn an. Wieso? Er hat safe noch was anderes legen können. Was? Nein. Guckst du meinen Stream oder was? Nee, kein Metagaming hier. Oha, es hat gestimmt. What? Es hat gestimmt. Es hat gestimmt. Stream Sniper, Stream Sniper. Ey, nee, gar nicht. Alter, voll risky. Ouch. Trotzdem muss ich mega cool ziehen, weil ich die Farbe nicht hab. Oh, Karma. Mann, ich kann jetzt voll gleich raus, ne? Endless Game hier. Das hört echt nicht auf. Oh, Mann. Hast du das Fisch hingelegt? Ich auch. Oh, Mann. Oh, Manno. Oh, Manno. Oh, oh, ja. Gib mir Gnus-Karten. Ja, nein! Mann. Ach, scheiße. Hey, das ist, ihr seid wie das Finanzamt, ne? Man baut sich irgendwie was auf und macht es wieder kaputt. Spruch des Abends. Das ist echt Spruch des Abends. Oh, Mann. Ich weiß, wovon ich rede, Mann. Das wird ja unbefriedigend hier. Ey, wir sind auch noch da, ne? So, raus jetzt. Ah, jetzt bin ich, ne? Gut, gut. Drei Karten, das Finanzamt muss raus. Wieso muss ich ziehen? Ah, gut, das Spiel mal diese. Sorry, es war die einzige Karte, die ich spielen konnte. So, Drew, das ändern wir jetzt gleich mal. Aua. Und ich habe nicht mal rot bekommen. Ich finde die Musik echt entspannt. Ich fühle mich wie im Urlaub. Voll. Hey, was habt ihr denn für eine Musik? Ich hab so eine stressige Musik. Echt? Die so meinen Puls die ganze Zeit so komplett nach ganz oben hält die ganze Zeit. Das ist Fahrstuhlmusik, habe ich. Echt? Ihr nicht? Nein, ich habe eine richtige. Schon so eher smooth Musik. Ja, ich auch. Im Urlaub. Ganz nice. Du hörst so Black. Also das klingt nicht nach Urlaub bei mir. Das klingt eher wie so, ey, heute Überstunden. Ey, lass mal alle tauschen. Okay, eine Karte weniger. So ein nicer gut. Tausch. Dann würde ich dann einfach mal hier auch mal tauschen. Dieses Tauschen ist so lächerlich. Hey, das endet niemals hier. Never ending story. Gib mir die wieder zurück. Nicht mit mir. Nein, nicht mit mir. Fuck. Das war so senseless. Nimm 2. Gibt's hier eigentlich noch? Nein! Ich hab schon lange nicht mehr in der Hand gehabt. Gibt's die Bonbons noch? Ja? Ja, safe. Ich hab neulich wieder Werthers echte. Die sind echt lecker, die Werthers echte. Kennt ihr die noch? Ja. Die was? Werthers echte Bonbons. Die sind super lecker. Die habe ich so lange nicht mehr probiert. Werthers echte gut, diese. Gnu, fechte an, fechte an. Ich auch gebe wieder. Dir meinen Mut. Ich konnte halt wirklich nichts anderes legen. Ja, das würde ein Lügner behaupten. Hast du angefechtet? Oh, angefechtet. Ja! Oh, oh. Yeah, du musst Wieso, was konnte ich denn legen? Ja, eine 9 wahrscheinlich. Nee, es geht um die Farbe. Wenn du die Farbe, die du wählst, wenn du die selber nicht im Deck hast, dann kann ich quasi sagen, ey, der blufft nur. Hä? Guck mal, ich wähle so jetzt grün. Ich wähle jetzt grün. So, weil ich es im Deck habe. Und deswegen kannst du auch nicht anfechten, weil ich nicht geblufft habe. Hä? Aber ich hatte Gelb im Deck. Dann verstehe ich es nicht. Oh, oh. Hä?
Nee, ich glaube nur, wenn du keine andere Karte legen konntest. Die darfst du nur legen, wenn du wirklich nicht kannst. Ach so, ja, richtig. Genau. Ah, ja, so ja, macht's ja, mehr ja, Sinn. Das war mein Fehler. Da hat jemand... Oh mein Gott, jetzt wird's kritisch. Hat die Uno? Sie hat einfach Uno. Nochmal Uno. Oh, was? What? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, Leute. Kann ich euch was sagen? Let's do it. Kann ich euch was sagen? Nein, nein, nein. Ich muss eine Karte ziehen. Mehrere. Oh mein Gott. So viele. Oh mein Gott. Mann. Oh, oh, wieso? Ja. Alter, okay. Ganz ähnlich, ey, das ist endlos, das Spiel, außer du beendet jetzt. Deswegen denkt dran, Leute, die Null wechselt durch, ne? Die nur am Ende legen, bitte, danke. So, die Frage ist, welche Farbe hat Ju? Das muss doch irgendwer wissen. Keine Ahnung, wir haben so oft durchgewechselt. Er hat, glaube ich, eine Null oder irgendwas müsste er haben. Das war mein Deck. Farbe? Ich glaube, es war blau. Gib mir eine gelbe. Gib, komm, sei ein Ehrenmann und mach gelb. Das war, glaube ich, blau. Gib ihm nicht. Oh, 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 oh. So, Julian. Oh, dammit. Oh, oh, sehr gut gespielt. Nein! Gut gespielt. Ja, gut. Hui. Ach, Mann. Ey, das kann nicht sein, oder? Es wird niemals enden. Never ending story. Hä? Warum wurde ich ausgelassen? Ja, mit Recht. Wer war der Interpret nochmal? Gnu? Aha! Bones MC, glaube ich. Dafür muss Brings mir jetzt büßen, dass ich es nicht wusste. Ich tausche jetzt einfach mit Ju. Ja! Jawoll, ey. Ach, Mann. Spiel mal diese. Was? Geiles Geräusch. Ey, warum hab ich mit Ju getauscht? Das sind so Kackkarten gewesen. Ja, deswegen. Ich bin mich sehr gefreut. Danke dir für dieses Geschenk einfach. Ey, sofort anfechten. Rezo lügt immer. Hm. Ja, der hat safe gelb. Nee, der. Also, wenn er rot spielen konnte oder diese Switch-Card, hat er quasi gelogen. Glaube. Ich glaube, das so funktioniert. Was? Warum muss ich jetzt 4 ziehen? Ich check das noch nicht, ne? Hey, du hast doch gar nicht angefochten, oder? Nö, ich hab's abgelehnt. Deswegen ja, dann musst du 4 ziehen, halt, wie auf der Karte steht. Also muss ich ja so oder so immer gegen ihn fighten, oder? Bringt ja gar nichts. Muss ich ja immer anfechten. Nee, aber wenn du falsch liegst, dann musst du 6 ziehen. Das, ach so. Also, das ist schon. Okay. Muss schon abwägen. Was soll das? Lohnt sich. Dieser Deal lohnt sich. Ich habe so eine stressige Musik. Ich fühle mich im Spanien-Urlaub, in dem ich gar nicht sein möchte gerade. Dafür darf ich schon aussetzen. Hallo? Ja, klingt mega stressig. Ich wäre ja gerne im Spanien-Urlaub. Ich habe ja nichts gesagt gegen Spanien. Hey. Hey. Achso, ich bin dran. Ja. Was kann man denn drauflegen, außer... Hey. Ja, ich war eigentlich jetzt nicht bereit zu spielen. Nein, ey, Mann. Du kannst mich nicht anfechten, weil es die letzte Karte ist, die ich gezogen habe. Aber komm, mach ruhig, mach ruhig. Ich habe ja gar keine andere Wahl, ne? Stimmt, der hat recht, da stimmt. Hey, wieso? Was? Nein, nicht anfechten! Nein, das war wirklich die letzte, der musste ja ziehen. Ach, dachte, du hast gelogen, oh Mann. Nee, das Ding ist, du hast doch gesehen, dass er gezogen hat. Ja, genau. Ja. Das war die erste Karte, die er legen konnte. Ach so, dann heißt er, konnte keine andere legen. Okay, I see. Scheiße. I see, scheiße. Nu, du hast einfach 14 Karten und die Sache, du hast halt immer noch 14 Karten jetzt. Hey! Dazwischen gelegt. Hey! Ich bin nie dran gewesen. Hat immer noch 14 Karten. Oh, die Blockerrunde hier. Nee. Ziehen Sie bitte nochmal. Ey, lass den Weltrekord aufbauen hier in Uno. Ja. Guinness World Record. Longest Round of Uno. Uno. Juno. Wer muss jetzt. Ach, du hast dazwischen gelegt, Gnu. Ah, jetzt verstehe ich. Ja. Wer ist denn dran? Du wieder. Stimmt, Rezo, du, weil Gnu dazwischen gelegt hat. Oh, geil, nice. Geil. Warum? Okay. Ja, die Frage ist. Du hast schon fast Rekord, 17 Karten. Aber die Frage ist, wer kriegt Gnus Karten gleich? Oh mein Gott. Oh, hat jemand eine 7? Aber Angst. Ich will nicht. Ich will gar nicht weiterspielen.
Ey, soll ich euch mal sagen, ich habe voll das Problem. Ich habe zwar nur 3 Karten, aber eine davon ist eine 7 und eine eine 0. Das macht gar nichts. Gib mal, ich überprüfe das mal. Ja. Nein, ich Idiot! Oh nein. Wieso habe ich das dazwischen gelegt? Blödes Computer, das... Nimm dir wieder deine! Oh, ich bin so dämlich. Nein! Ach, bin ich doof. Ah, doch, Mann! Ist gut. Nein, oh Gott, ja. Oh nein. Ey, wir haben jetzt wieder alle Karten hier. Und ich muss wieder tauschen, dann gib mir zumindest meine alten Karten zurück hier. Oh, ja. Ich hab dir ein paar Karten gezogen. Oh, dann machen wir das auch mal. Ich wusste es. Wer hat Bock auf Trippe? Also Kai hat echt gute Karten. Was? Ich hab... Was? Stopp! Ich nehme mir wieder meine Karten zurück. Alter, das hört nie auf. Oha. Ich kann nicht mehr. Von 14 auf 3 Leute. Leute, wir haben 300.000. Haben wir hier nicht alle plus 2er mal? Wollt ihr nicht mal eine plus 2er legen? Wir haben 300.000. Ihr habt die doch safe alle auf der Hand gebunkert. Was? Ich dachte, Leute, wir müssen gleich Party machen. Kann kein Grün mehr haben. Geil ist das denn? Wir müssen gleich celebraten. Ja, weil du hast schon so viele Karten. Ey, ein paar schaden jetzt nicht. Mach was gegen Gnu. Oh! Nein, warum gegen mich? verdammt. Oh. Da bin ich dabei. Kleiner Pause, Leute. Ey, vielen Dank, Leute, 300.000 Follower. Oh nein, du tust mir nichts an, ich möchte einmal in meinem Leben den epischen haben. Fuck! Okay. Nein! Das war dumm! Ich kann nicht leben! Oh. Ah, das war so klug! Oh. Okay, also, wir müssen gemeinsam ein Spiel gegen Gnu machen. Wir müssen mit ihr tauschen. Ich lege jetzt eine plus 2 und wir werden alle eine plus 2 legen. Ich hab keine. Doch, ich sag doch, ich hab eine plus 2, aber dann kriegt Rezo kriegt die ab. Ihr müsst das jetzt mitspielen. Ist nicht aufgegangen, dein Plan. Aber wir sind weit gekommen. Guck mal, die hat nämlich keine blaue gehabt in den letzten. Endless Game heute, endless. Okay, sie hat viel rot, das heißt, wir machen nicht rot. Ha! Hört mal auf, so mich zu verarschen. Was hab ich euch denn getan? Na, hör mal! So. Hey, schwierig. Ich hab nicht mal viel blau, aber du hast keins. Oh nein. Oh nein. Wie lange hockt ihr schon an der Runde, wird gefragt. Jawohl. Ey, diese Runde ist endless einfach. Ich hätte diese Infinite-Regel ausschalten sollen, oder? Was passiert nochmal bei 0? Ich hab's vergessen. Dann tauschen wir alle. Ja? Ja. Oh, hätte ich dir nicht sagen dürfen. Oh nein! Geil. Ich hole meine Karten schon wieder. Ich habe so einige 7 auf der Hand. Hey, diese Spielregel macht ja gar keinen Sinn. Nee. Och nö. Aber ist nicht schlimm. Ja, sammle richtig viel schön, richtig viel Karten. So, weil jetzt mache ich. Ach, ich bin gar nicht mal dran. So, weil er. Sorry, das war die einzige rote, die ich hatte. Alles easy. Was haben wir hier denn Feines? So. Ich will nur mal kurz reingucken. Ich hab nicht viel verändert. So, ich bin dran. Was muss ich? Halt! Nicht so schnell. Ah, ich hätte die... Ah, ich trottel. Boah, so eine Hektik. Eine rote 8. Kai hat eine rote 8. Genau. Aber ich kann auch zwischenlegen. Geil. Das kann ich auch. So. Das kann... Ich auch. Interessant. Geil, Alter. Lass einfach ohne Tuch spielen. Ja. So. Ja. Was mache ich denn jetzt? Ich habe kein Grün. Ich kann ja, okay, ich habe eine ganz kurze Frage gleich. Nein. Ja. Kann ich überhaupt gewinnen, wenn ich 2 Nullen von 3 Karten habe? Nee. Nein. Ist ja
Weil es wechselt ja dann immer durch. Kannst du nicht, du musst ja einmal abgeben. Auch mit der letzten Karte, ne? Mit also wenn du eine Null hast, dann kannst du es halt als letzte Karte spielen, aber wenn du zwei Nullen hast, hast du keine Chance. Okay. Eigentlich müssen wir das mal ausstellen nachher, dass die Null nicht das bewirkt, weil das echt ein bisschen heftig, muss ich sagen. Ey, okay, jetzt reicht's. Ich war sehr lange auf der Bank jetzt hier, ne? Und fänd's cool, wenn nicht nur rot gespielt wird. So, ich bin wieder am Start, Freunde. Was geht ab? Ich mag grün. Ich fühle es, immer noch dieselbe Runde. Herrlich. Was ein Marathon. Oh oh. Oha. Oh no. Oha. Oh nein. Weh, es tauscht einer mit mir. Okay. Weh, es tauscht einer mit mir. Oh oh oh. Oha, schnell in die Richtung. Nein! Okay. Okay, das muss aber leider wieder in deine Richtung. Danke genug. Warum lache ich? Ich bin ja Mann, genug hat auch nur noch zwei Karten! Was? Jetzt nur noch drei, jetzt vier. Shit, okay. Ich muss leider wieder in deine Runde. Warte mal, weiß irgendjemand. Alter, weiß jemand denn, was Kaya für eine letzte Nein, Farbe hat? Nein, weiß man nicht. Ist ein nee, ne? Betriebsgeheimnis und weh einer von euch screensniped. Okay. Ich kann jetzt aussuchen. Welche Farbe soll ich nehmen? Rot? Welche Farbe soll ich nehmen? Rot. Ich glaube. Grün. Rot hat er auf Rot jeden Fall wie die Liebe! Holy shit! Ja. Du hast nicht Uno gesagt! Doch, ich habe Uno gedrückt. Hatte er. No. Hatte ich wirklich gedrückt. Die Runde ist tatsächlich vorbei. Ich brauche mal kurz. Spiel in. Ich brauche kurz. Oh, zwei Minuten. Okay. Kann man ja, das noch kurz stoppen? Aus dem Spiel raus, oder kann man Pause machen? Ja, kurz da Pause verlassen. Ja, verlassen. Ich bin gleich wieder da. Boah, ich muss auch kurz auf Klo. Okay. Bis gleich. Alter Schwede. Ja. Leute. Was soll ich sagen? 300.000 Follower auf Twitch. Vielen, vielen Dank, liebe Kajoten. Vielen Dank fürs Followen. Wir haben eine ganz kleine Kleinigkeit vorbereitet für euch. Hier. Als ganz kleines Dankeschön für euch, weil wir haben schon geahnt und gehofft, dass wir heute die 300.000 knacken. Ihr seid die Besten. Erstmal Applaus für euch, liebe Kajoten. Vielen Dank für euren Support. Knappes Jahr dabei, 300.000 Follower. Und das ist für euch. Es ist ein neues Zeitalter angetreten auf Twitch. Versteht ihr? Kaya ist da. Jerome hat das mal wieder editiert, so im Handumdrehen heute, 3 Minuten. Wieso ist das Fenster so klein? Achso, das ist nur der Launcher. Macht dir Spaß, hier zu streamen auf Twitch. Hey, ich muss kacken. Ich zocke am liebsten Papierkorb? Ja, Papierkorb! Wenn er in real life auch so sprayt, dann wird das nichts mit dem Nachwuchs. So, hat er jetzt fertig gegessen? Gut, dann geh mal kacken. Ja, schon wieder kacken. Du hast zweimal kacken reingeschneidet. Geschneidet. Deutsch gut, diese. Leute, 300.000 Follower, vielen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, liebe Leute. Danke, danke, danke. Wir reden gleich nochmal über die 300.000 Follower und mein Jahr hier auf Twitch bald. Aber ich darf die Kollegen nicht so oft, nicht so lange warten lassen. Aber vielen, vielen Dank. Und danke für euren Support. Donations. Vielen Dank für die Subs und alles. Ich widme mich gleich euch. Nach der ewigen Marathonrunde von Uno. Die ich übrigens gewonnen habe. Darf ich das mal ganz kurz sagen? Du wurdest entfernt. Ah, vielen Dank, das ist aber nett. Okay. Wurde entfernt. Nein, aber vielen, vielen Dank für euren Support. Ich glaube, ich muss neu eingeladen werden, habe ich das Gefühl. Und ja, danke Leute, danke, danke. Wirklich richtig geil.
Ich meine, ich bin jetzt gerade in einer Uno-Session mit Gnu, Rezo und Julian Bam. Hätte ich auch nicht gedacht vor einem Jahr, dass das mal passieren würde. Aber ich habe mächtig Spaß auf Twitch. I'm here to stay. Habe ich schon damals gesagt. Und ich bleibe auch hier. Ist alles cool. So, Leute, nice, nice, nice. Vielen Dank an euch. Geilo, geilo. Und nicht vergessen, ne, am 16. Februar feiern wir Einjähriges hier auf Twitch. 12 Monate sind wir da und dann haben wir auch geile Sachen für euch vorbereitet. Weißt du, die besten Fails, die größten Lacher. Jerome fängt an zu schwitzen. Seit wann haben wir das verabredet? Ja, du musst noch einiges. Am besten, du machst 48 Stunden Edit. Anyway, und das steigt eine große Party. Ne? Am 16. Februar hier auf meinem Kanal feiern wir meinen Geburtstag auf Twitch. Da werde ich eins. Endlich feiere ich meinen Geburtstag mit einer nicht so großen Zahl. Alles klar, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank. Wie heißt das Lied? Das Lied heißt von... Du meinst das hier? Das ist von D.I. Welcome back. Leute, vielen, vielen Dank. Ich darf die anderen nicht so lange warten lassen, das ist unhöflich. So. Aber wir feiern gleich nochmal. So, I'm back. Da isst jemand Chips? Nehmt meinen letzten Puff rein. Ich hoffe, es stört euch nicht. Ich bin gleich fertig. Mit Chips essen? Nee, ist doch ruhig. Das ist ein bisschen ASMR nebenher. Oh ja, warte. Geil. Jetzt übertreibst du es auch. Dieses Stöhnen, das war nicht verabredet. Sorry, das hat mich gerade angehört wie so ein Esel. Kaya? Ja? Du hast die 300.000 Follower geknackt. Deswegen musste ich kurz eine Pause machen. Ach so, deswegen. Herzlichen Glückwunsch. Du, danke. Alter. Danke, danke, Leute. Wir haben immer daran geglaubt. Stream, hast du nicht erst irgendwie vor einem halben Jahr angefangen mit Stream oder so? Vor circa genau fast 11,5 Monaten, ja. Krass, Alter. Glückwunsch. Danke. Ja, geil, geilo. Sollen wir was singen? Du darfst einen Song demanden von uns. Nee, erst zum... 300.000 auf Twitch. Hätt's nicht geglaubt, oder? Vor allem, nee. Und auch den Spruch, den ich immer damals... Ja, wenn deine Tour wieder weitergeht und klappt's mit der Comedy nicht, weißt du, so das Übliche. Das habe ich auch alles kassiert, aber jetzt ein Jahr später fast 300.000. Es macht riesen Spaß hier auf Twitch. Ich habe es gerade gesagt, ich hätte nie mir träumen lassen, dass ich mal... mit Gnu, mit Julian und mit Rezo mal zusammen Uno zocken würde. Und das finde ich echt geil hier auf Twitch. Das ist echt cool. Ja. Echt nice. Ey, ihr seid herzlich eingeladen, auch mal nach Aachen zu kommen. Dann können wir uns in den Pool chillen und rein urinieren. Wer wohnt denn in Aachen? Ja, wir. Ju und ich wohnen in Aachen. Und wir haben einen Pool. Ein Aachen ist eine coole Stadt. Einen gelben? Noch nicht, aber wenn ihr wollt, können wir ihnen Geld machen. Sorgen, dass er Geld wird. Nee, wir Türken wollen, dass das Blut rot ist von am besten von Lamm. Oder so, Gnu. Blutrot von einem Lamm, das wir opfern. Ja, du hast deinen Pool selber gebaut, oder, Julian? Ja, genau. Krass. Ja, naja, warte. Was? Er hat vorher einen Pool größtenteils selber gebaut, da habe ich auch mitgeholfen. Und der war halt nicht so optimal. Und dann haben sie nochmal abgerissen und bauen lassen. Naja, so kann man die Story auch erzählen, ne? Wenn man eine unspannende Geschichte erzählen möchte, ne? Eine nicht so emotionale. Da fehlt noch einer, Rezo. Da fehlt der Rezo noch hier drin. Ich habe mir jetzt dreimal invited. Was lief in der Unterhaltung? Schnell kommt, sonst kommt Luna wieder. Luna, ey, ein Herz für Luna bitte da lassen hier im Chat. Die Arme, ey, die wartet so lange, ey. Die Arme. So, Leute. Ich bin sehr angetan. Ey, jetzt mache ich euch so platt. Oh, Rezo ist jetzt rechts und Kaya oben. Das ist so verwirrend. Hey, ich bin unten. Ach so. Wir sind Ach so, okay. Ich bin so dumm. Holy shit. Ah, ein Herz für Luna. Bin auch drauf reingefallen. Los. Das ist mein erster Zug. Ich will nur sagen, das ist mein erster Zug. Direkt mal abgeben, die Karten. Direkt mal Mann. Jawollo, die wollte ich immer schon haben, die von Rezo. Mann. Ist auch okay. Mann. Oh, jetzt reicht es, da muss jemand bestraft werden. Einmal rüberschicken den Shit hier. Wieso bestrafst du mich? Ich hab gar nicht gewechselt. Leg eine +2.
Riso, eine plus zwei. Ach so. Riso, dann ja, stimmt. Ich muss jetzt zieh eine. Hab ich nicht gehabt, was soll ich denn machen? Hey, nicht lachen. Jetzt habe ich so eine japanische Glockenmusik. Ich habe so eine Pornomusik gerade. Ich habe so eine chillige. Ich habe auch die Pornomusik. Die ja, die Saxophonmusik so macht's immer. Ey, das war wieder so die ein Stöhner. Mach die. Morgen alle dran. Boah, ich muss mal wieder Karten tauschen, so geht das nicht weiter. Hier, nimm zwei. Nee, nimm vier. Nee. Oha. Nein! Nimm sechs! Nein! Da wären wir ja wieder. Oh, eine Vorhersage. Ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Genau gerade, wie ich es mir vorgestellt habe. Sehr, sehr gut. Eigentlich total dumm gewesen. Aber... Dann gib mal her. Ja, ist dumm gewesen. Willst du deine wieder zurückhaben? Ja. Ja, komm. Diese 7, ey. Wohler gefühlt irgendwie. Wir haben eigentlich gerade nur einfach in unsere Karten geschaut einmal. Naja, so voll offenbart hier. was macht denn jetzt der kleine Rezo? Oh. Safe tauscht also mit mir, aber ich habe die Wacken Karten. Waren echt gut, genau, sehr schön. Scheiße, ich habe gute Karten gehabt. Dammit. Du hast aber noch eine 7 jetzt. Ja. Aber die darf er nicht einsetzen. Sehr gut. Die will er erst gleich einsetzen, wenn ich noch weniger Karten habe. Richtig. Ja, ich baue hier ab und es wird dann sowieso gleich wieder getauscht. Ich mache hier die ganze Arbeit. So. So, erstmal zwei Vieren legen, ja? So, damit erstmal klar ist, wer hier der Boss ist. Ich weiß gar nicht, ob ich hier so viel... Das Ding ist, ich glaube, die 7 von Ju, die ist rot. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jetzt auch noch Lügen. Also dann sagt zumindest die Wahrheit, dass sie blau ist. Ja, so blau. Ist da ein Zieh? Einfach so ein Fremder, der so reingekommen ist. So, hallo? Wer ist da? Luna ist da. Was, der ist schon bei Uno? Luna ist das. Ey, hallo? Du hast Uno schon? What? Wenn du das gelegt hast, Was ist denn die zweite Karte? Okay, eine rote. Hä, Rezo, was machst du? Oh nein. Hä, wieso gibst du ihm das wieder zurück? Was? Achso, stimmt. Du tauschst. Ja, stimmt. Oh, oh nein. Oh. Kann jemand Julian blocken, Rezo, wenn du gleich... Es ist nicht rot. Also, warte. Bleib bei rot. Ich hatte kein rot. Ich dachte, ich bin total smart. Ich hatte blau, glaube ich. Ich hatte definitiv kein rot. Ich dachte, ich bin super smart, weil ihr das dann nochmal switcht. Ich vertraue dir jetzt. Ja, ich habe ja nichts davon, jetzt dazu zu lügen. Nimm erstmal vier. Hast du nochmal eine Zweier, Vierer, irgendwas? Also, ich habe eine Vierer, aber ich kann die nicht weitergeben. Wieso nicht? Kannst du nicht drauflegen jetzt? Kann ich anfechten? Nee. Nee, ich hab's ja gezogen. Nicht anfechten, ich hab's doch gezogen. Nein. So, das war's dann mit euch. Nein, wirklich. Mit mir. Ach, dammit. Das wäre die kürzeste Runde. So, welche Farbe? Luna freut sich. Oh. Ich hab dich gerettet. Echt? Ja. Jawohl, ich hab gefaked. Ach, ich hab gar keinen. Tun sollen. Ach, oh, shit. Kannst du nicht. Nein, du hast noch eine. Hey, noch mal rot? Wow. IQ 400 oh, Play. Nein. Ey, das war. Hä? Okay. Geil. Maximum verwirrt gerade. Irgendwie wurde ich gerade outplayed. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ja, aber trotzdem war das dumm von mir. Aber ich habe wieder Karten. Danke dir. Ja, dir reinhauen können. Ha. Direkt erstmal vor Wut 2 legen. Mann, dafür ziehe ich vor Wut eine. Nein! Hä, ich wollte eine Karte reinlegen. Ich habe die falsche Taste gedrückt und dann hat es nicht geklappt. Ich klicke immer alles mit der Maus unten weg. Dann. Ja, habe ich immer gemacht. Jetzt habe ich zum ersten Mal mit der Maus gedrückt, mit der Tastatur und es war Fail. Was? Nein! Jawoll! Doch!
Das ist Karma. Ich würde sowieso gleich wieder getauscht. Nein! Oh! Hä, wieso? Ah, du wolltest eine plus 4 legen, ne? Ja. Oh, spannende Runde. Alle konzentrieren sich. Aber ich kann das besser. Keine Sache. Oh nein, oh nein. Ey, mach doch jetzt keinen Scheiß, bitte. Jetzt mach der doch Moment. Jetzt keinen Scheiß. Oh nein. Wieso bist du? Das war's dann mit euch, Leute. Nein. Vielleicht in der nächsten Runde. Nice. Holy. Gefragt, wie viele Tonlagen du noch drauf hast. Ich dachte auch gerade zu eng. Oh oh. Du, ich mag nicht, dass du spielst. Warum denn? Hier ist es doch keiner. Ich mag auch nicht, dass Riso spielt. Ah nee, du darfst doch mal nicht. Ja, aber jetzt gewinnt jetzt ja darf Kaya. Julian zweimal nicht, oder wieso? Ich kann nichts legen. Also, ich muss ziehen. Ey, du hast so viele Karten. Jetzt stell dich mal nicht so an. Leg zumindest irgendeine. Er kann okay, ja nicht, wenn er... Ah ja. Mann! So, Rezo, I pass it to you. Das war dumm, ne? Jetzt bin ich dran. Das war sehr dumm. Nein! Was? Was? Das ist dumm. Und was? Das war sehr dumm. Sehr, sehr dumm. Kaya. Für deine 300.000 Follower heute. Ja. Ne? Sag mal, Leute, um aber was spielen wir eigentlich? Nicht mehr so laufen. Der Gewinner kriegt spielen wir um was? Wir spielen um den Pool. Um Julians Discord-Server. Ich kann ihn verlieren und ihr könnt ihn gewinnen. Machen wir einen Deal? Nein. Wer ist dran? Genug. Oh, ich bin dran. Ja. Ah, ich habe eine andere Musik, Gott sei Dank. Oh, ich hab jetzt so eine Funky, so New Yorker. Ja, ich auch. Ey, ist es nicht? Du hast es drauf. Mm. Oh, ich hab, oh ja, ich glaube, ich habe die selber, ja. So mit Klavier so ein gerade. Diese Musik sagt mir so, du bist cool. Ja, so. Mir auch. Ach, cool. Ich fühle das gerade sehr. Mir auch, aber ich glaube es nicht. Ah, Kaya. So, okay. Ich habe zwei Möglichkeiten. Dann nehme ich doch einfach mal Rezos Möglichkeit. Das ist ekelhaft. Mach das nochmal. I can't. Praktisch dazwischen gelegt. Bitteschön. Ja, dann würde ich mal einfach sagen, es ist Zeit für einen Style Change. Wow. Ach gut. Das darfst du. Ich wollte gerade dazwischen legen. Ich würde mal sagen, es ist Zeit für einen Style Change. Oha. Erotisierend. Hm. Alter, wir sind ja alle am Winnen gerade. Ja, was ist das für eine Runde? Was ist hier los? Zeit ist das für eine Round? Zeit für einen. Holy shit. Oh. Zeit für mal ein paar neue Karten, würde ich mal sagen. Nicht so viele. Ja, genau. Es ist Zeit für einen neuen. Doch, doch. Falsch. Ja, Anfang macht mir jetzt keinen Sinn. Hey. Achso, du. Das ist doch scheiße. Oh Gott sei Dank. Oh oh. Nein, ich muss auch. Ey, du musst was machen, was... Oh nein, oh halt. Nein. Oh oh, Gnu, halt. Hast du gelb? Oh nein. Oh. Oh nein. Ich kann nichts anderes spielen. Uno, Nuno. Oh. Nuno. Oh oh, oh, schon wieder. Oha. Ich glaube, es ist mal Zeit für einen... Style Change. Warum denn? Oha, Kaya, hast du eine plus 2? Ja. Nein! Geil. Ey, lass es nochmal machen. Ich hab keine 2 mehr, lass mich in Ruhe. Oh Gott sei Dank. Ja, lass es nochmal.
Oh Mann, ey. Ich würde mal sagen, es ist halt ein Style Change. Dann würde ich sagen, ist es Zeit für einen Kartenchange. Oh, jawohl, ey. Jawohl, jawohl, jawohl. Wer lacht denn da so? Das war der Luda, heiß ich. Oh, guck mal, Kaya, jetzt haben wir beide was zu lachen. Es ist Zeit für zwei Karten. Oh, oh. Nein! Hey, das sind meine Karten übrigens! Was machst du denn? Hä, what? Von mir. Ich hab vergessen, dass die Null das macht! Na super, jetzt auch mein schönes Kartendeck! Mann! Ja, ich wollte schnell abgeben! Gib mir einfach nur den ganzen Stapel, Mann! Guck, das war voll smart! Fuck! Das war echt ein bisschen smart! So. Och nö, du. Oh, 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 oh. Nis. Okay, Gott sei Dank. Uiuiuiui. Rezo am Gewinnen. Aber das werden wir verhindern. Und zwar hiermit. Und dann sagen wir, wir hauen da doch nochmal eine rein. Und hiermit. Jetzt ist er zweimal raus, oder wie? Nee, es ist einmal. Also das Dazwischenlegen, das cancelt alles, was vorher war. Ah, okay, okay. Deswegen warst du dumm, dass ich gerade meine plus 4 mit einer plus 4 dazwischen gelegt habe. Es ist Zeit. Für einen Stylewechsel. Ach, damn it. Damn, damn, damn. Komm, wir gehen wieder zurück. Ey, ich bin ja gar nicht mehr dran. Oh nein, du hast ja auch. Oh, oh, scheiße, ich hab das nicht gesehen. Nein, was machst du denn? Nein, hey, oh was? Mein Gott, was? Das ging nicht an. Nein, nein, du hast ja für die blöde Karte gehabt. Du hast eine monsterblöde Karte gehabt. Eine überkrass blöde Karte gehabt. Abgegeben und dann zack. Ich will rot haben. Nix anderes bitte. Danke. Oh, oh nein. Ja, du hast rot, mich gerettet. Oder? Du hast mich gerettet. Hab ich nicht. Hab ich? Also, jetzt ja. Noch mal kurz zu anfechten. Was ist jetzt, wie funktioniert... Oh nein, ich hab eine Zeit. Was soll ich machen? Anfechten, ablehnen, Leute, schnell! Anfechten! Anfechten! Scheiße! Yeah. Yes. Okay, das heißt, du hast eine rote Karte gehabt. Ja, ja. Wir haben es gesehen. Gut, hätte ich... Ah. Mann! Warum denn? Weiß ich nicht. Gut. Hey, gut genug für mich. Reicht mir. Ich glaube, es macht mega Sinn. Ja, doch. Mach ich. Ich finde, dieser Stapel braucht einen Style Change. Ah, ja! Fuck. Oha. Oh mein Gott. Oha. Kann jemand mit mir tauschen? Das wäre echt nett. Würde ich nachdenken, als gäbe es eine andere Option. Ach, genu. Ach, sag mal. Ach, Mann. Hey. Da gucken wir mal kurz in den Chat und schon kriegen wir 4 Karten. like that. Ja, ich will gerne mitmachen. Like that gehen wieder auf Tour, habe ich gehört. Kann das sein? Also, was? Oder reunite and take that. Stimmt das? Hört auf, mich fertig zu machen. Schon wieder. Ja, und Robbie Williams ist auch dabei. Was? Ja. Wann? Ich habe es gestern oder vorgestern irgendwo gehört. Also ja, auf Tour gehen jetzt geht natürlich schlecht, aber irgendwie wollen die wieder zusammen was aufnehmen oder produzieren. Vielleicht Online-Tour? Genau, auf Twitch. Da spielen die auch mal mit uns Uno. Boah. Robbie Williams has joined. Robbie Williams has been kicked out. I can be your penis, baby. Hey, das war... What? I can Ach, be your... ja, Wollo. Die Version kenne ich noch gar nicht. So ist er berühmt geworden. Auf Gnuporn. Hä, das war doch ein ganz anderer Sänger. Das war doch der Enrique. Ja, ja. Andreas Burani, ne? Genau der. Nein, der Enrique Iglesias. Enrique Burani. Enrique Burani. Ich glaube, es ist. Kein Style Change. Chat, könnte man ganz kurz nachgucken, ob das stimmt? Ich habe es irgendwo in einem Podcast gehört. Aber ich glaube schon. Fake News! Fake News! Fake News! Stop the vote! Ja, Take That kommt wieder, doch? Tatsächlich.
Krass. Mhm. Have a little patience. Das war doch deren Comeback-Song. Damals. Oder vertue ich mich? War das? Aha. Ach, Gnu, du weißt Stimmt einfach doch. Genau, was ich oh nicht Gott. Habe. Oh. Jetzt die Frage, spielt sie so Mindgames oder hat sie wirklich gelb? Hm. Das sehen wir jetzt. Ah! Oh shit. Oh Gott. Tosch mit mir, Rezo. Du hast Jono gesagt. Was? Du hast ja, du hast Jono gesagt. Ich hab mir auch noch einen reingedrückt. Hä? Warum muss ich das denn jetzt nehmen? Ja, weil du nicht Uno gesagt hast. Ach so. Gib mir diese. Ah, nee, du, danke. Nicht Uno gesagt. Hast du Uno gesagt? Doch, hab ich. Ich hab auf dieses blöde Ding geklickt, da unten rechts. Einfach so ein Dämon, einfach. Ey, wo sind meine Karten? Wer hat meine Karten von euch, Alter? Du oder was? Hier, dann gib mir die jetzt wieder. Boah, Alter, was sind das für Karten hier? Ey, das ist doch scheiße, das sind nur Kackkarten hier. Ja, ach. Uno brings out the worst in you. Keine Ahnung. Also, Gnu, du hast 3. Julian, 3. Machen wir Richtungswechsel, bitte. Hm. Hey, that ist keine Boyband, mehr, sondern eine Seniorband. Das ja, stimmt. Ich mach das. Dafür hast du so lange nachgedacht. Ja. Uff. Hey, ich mach, was machst das. Du jetzt? Uff. Dann mach ganz ich, würde ich mal sagen, eins. Uff, oh. Ganz großes Uff. Ja. Ich mach das. Ja. Und das. Oh. Oh mein Gott, du hast wie nicht Uno gesagt. Du hast mir nicht Uno gesagt. Ich hab da drauf geklickt. Ich hab das safe drauf geklickt. Ey, ich bin mir so sicher. Ich hab da ja, so aber du hast zu so spät drauf geklickt. Ich hatte das in der Runde davor auch. Wir können ja alle Ausrufezeichen drücken. Das heißt, ja, aber wir ich habe da drauf geklickt. Ich hab instant da drauf geklickt. Ja, aber zu spät trotzdem noch. Nee, du wusstest ja nicht mal, dass ich das machen werde. Mann, ey. So, Uno gesagt. Ich hab Uno gesagt. Oh mein Gott. Ja, und ich sag das hier. Am Ende der Runde ist einer, zieht aus Aachen wieder raus, hab ich das Gefühl. Ich auch. Oh, oh. Oh, oh. Was machst du denn? Oh ja, hey, danke. What is going on? Oh nein, ich hasse die danke. So sehr. Oh Och, mein komm, Gott. Mann. Das ist doch... Jetzt ist Julian vorne. Okay, Ju hat gelb. Ju hat gelb. Nein, Mann. Grün. Ju hat mal. Gelb. Buntblind bist du, das sag ich dir. Okay, ich finde... Ich weiß nur nicht mehr, welche Zahl. Ich hoffe nicht die. Nein! Oh, exakt die! Oh Mann! Ach geil. Hey, von so vielen Karten, die 6. Was machen wir denn mit XP? Was kriege ich jetzt irgendwie? Also damit kaufe ich mir gerade die ganze Zeit bessere Karten. Kaufe ich mir gleich einen besseren Avatar. Ja, natürlich. Okay. Oh, ich hab voll die sneaky Musik. Oh, ja, ich auch. So. Entspannt, ne? Ich auch. Ja, ich hab auch als die würde man durch so eine Höhle wandern, so eine Kristallhöhle. Was? Ah, ich hab doch was anderes. Ja, und es tropft immer so eine Tropfsteinhöhle. Kristallhöhle. Ja, Style Change. Ja, Style Change. Fühl ich. Weil die ganze Zeit einmal dazwischenlegen, oder was? Ja, ja auch. Erstmal eine Runde dazwischenlegen und dann... Nochmal. Alle unsere Karten weg schon. Einfach Speedrun. Kaya, welche Farbe brauchst du? Alles rot, blau, grün, außer gelb. Mhm. Was ein Hurensohn. Oh. Ich wollte es mal testen. Ja, ja. Danke, ich ziehe, weil ich habe kein Gelb übrigens. Mann. Boah. Ey, aber ihr müsst doch irgendeine 7 haben. Ja, aber nicht in Gelb. Was? Oh, oh mein Gott. Boah. Überrunde, Freunde. Überrunde. Ah, bitter. Oh. Bitter. Was hat sie?
Nein, ich hab's vergessen! Ich hab's vergessen! Was? Wie, du hast vergessen? Ich hab ein Kurzzeitgedächtnis. Ich hab vergessen, euch zu sagen, dass ich Alzheimer habe. Du weißt nicht mal die Farbe? Ja, mach weiter. Nein. Du weißt nicht einmal die Farbe? Sie hat bestimmt grün. Sie hat bestimmt grün. Sie hat gesagt, mach weiter und wir haben grün. Mach. Ich weiß es nicht. Sie hat gesagt, mach weiter. Sie hat grün. Gut. Oh mein Gott. War das gelb oder... Nee, es war nix aggressives, nix gelbes oder rotes, glaube ich. Ich kann nur grün legen, die hat grün, 100 pro hat die grün. Was ist, wenn ich nichts lege? Ah, dann ziehe ich eine. Ah, dann ziehe ich zwei. Ah gut, warum nicht? Okay. Ja, das hat nichts dran geändert. Hey, bitte. Oh, sie hat doch kein grün. Okay, gut. Ah, okay. Mann! Alter, komplett brain lag. Ja, komm. Boah. Gib mir dein Card, ich gebe dir meine. Oh mein Gott, ich durfte nicht in den Chat schauen. Danke Chat, aber dürfen wir nicht machen bei sowas, bei solchen Momenten. Ja, die spiele ich. Oh. Deswegen musste sie jetzt... Ist ein Check. Oh, jetzt, ich muss auch noch aussetzen, ey. Was ist denn das für eine Regel hier? Jetzt schmoll doch nicht. The side change. Natürlich, ja. Sag mal. Hör nur auf. Mal ganz kurz. Nur Mann. Ganz kurz. Oh, das sind geile Karten, oder? Das sind geile Karten. Ne? Das sind sehr geile Karten, ja. Das sind sehr, sehr geile Karten. Ich hatte so Vorfreude. Habt ihr gemerkt, wie ruhig ich wurde, wenn ich ein gutes Deck hab? Ich kann nie pokern. Ich bin einfach ruhig. Nein. Ja, ich weiß, was er... Ach, Mann. Das war mein Deck, war das. Boah, sehr, sehr gute Karten, sehr gute Karten. Ja, okay, das war eine sehr extra sehr für dich bereit gehalten. Ey, danke dir. Uiuiui. Uha. Ja, GG geht eigentlich eher an Kai. Kai hatte die Karten gehabt. Ich hab sie weggesneakt. Einfach weggesneakt. Hä? Hä? Was ist? Irgendwie hängt mein Uno-Card. 1 oder 9? Lol. Hängt es? Ja, komisch. Okay. Geht's wieder? Ja. Ich wollte gerade nur einwerfen, es ging nicht. Ach so, ich war ja dran noch, ne? Wieso behalte ich die nicht? Ich bin so im Kopf auch ganz langsam. Ganz, ganz langsam, ja. Ja, im Kopf. Das ist jetzt nicht viel besser, deine Karten, als meine. Ja, es hat sich nicht viel getan. League. Yeet. Style Change. Oh. Leg ich das. Was machen wir? Noch eine grüne 3 legen. Nix, ich habe nix. Ja, würde ich mal sagen, sehe ich einfach nicht ein. Nein, jetzt bitte, Gnu, hast du, nimm die einfach. Nicht nochmal. Okay, danke schön. Nur weil du es sagst. Schade, ich hab gehustet. Corona? Hab ich ja, Corona, ich ja. wusste es nicht so scheiße, ich hätte nicht husten dürfen. Oh. Wir haben jetzt gerade in Aachen so Kolibakterien, das heißt, wir können gar kein Leitungswasser mehr trinken. Ach echt? Ja, das habe ich gehört, das müsst ihr auskochen. Ja, wir müssen es abkochen gerade. Ja, mache ich aber nicht, ich scheiß drauf. Das war nur, weil ihr den Pool System. Habt, deswegen. Und ich habe so viel Kotbedarf momentan. Das heißt, du kriegst dann die Scheißerei, wenn du Kolibakterien... Die ganze Zeit. Ich muss auch währenddessen die ganze Zeit gerade auf Klo. Also, ja, lustig finde ich das weniger. Oh ja, ne? Derjenige mit Kolibakterien wird direkt angegriffen. Hey, Ju, warst du das gerade? Was denn? Warst du das? Das war ich nicht. Das war ich nicht. Das war Kaya mit seinen Knöpfen. Nein, das war ich. Ich habe keine Kolibakterien. Ich habe nur Corona. Ja, gut, da hast du aber Glück gehabt. Meine Güte, ey. Das war ein richtiger Schiss. Alter, wieso? Was hast du für kranke Karten hier gehabt? Nee, die hatte Kaya.
Ach so. 3 mal 7. Ich fechte dich an. Nein, nicht gut. Ihr kriegt auf jeden Fall safe deine Karten wieder zurück, Kaya, ne? Weil es ist nur geborgt. Ja, du hast ja auch genug 7er, um sie zurückzukriegen. Ja. Warum ich muss jetzt? Hast du gelb? Ach so. Ah, bitte. Ich nehme diese. Fühl ich. Ja, das war ja klar. Ja, sooner or later. Das Problem ist, du kannst das 2-mal noch zurückmachen. Ich weiß. Ja. Ich kenne das Deck. Wir kennen alle Kaias Karten jetzt. Ja. Ja, Kaya, willst du? Ja, die da. Nein, guck du jetzt eine. Aber es passiert sowieso noch ein paar Mal, wenn Ju dran ist. Ah ja. Und 1. So, Kaya, für die Frechheit. Entschuldigung. Oh, oh. Jetzt reicht's mir. Ach, wie. Ah ja. Blau hat du nicht. Blau hat du ich nicht? Ich habe kein Blau. Eilmeldung, ich habe kein Blau. Also zwischengelegt, gut. Ich habe kein Blau. race to the bottom here. Come on, jetzt. Oh mein Gott. Auf mich zu blocken, Gnu. Auf. Ich warte dich. What? Was geht denn bei euch ab? Was habt ihr für einen Run gerade? Oh, Glück gehabt. 10 Runden nicht mehr dran gewesen. Ich weiß gar nicht, wie man mehr Uno spielt. Ich hab's verlernt gerade. Ich habe kein Grün. Mann, ey. Oh, einfach reingesneakt. Nice, Rüki. Sneaky, sneaky. Das ist immer auch kein Grün, oder? Nee, aber ich würde mal gerne einfach mal hier reingucken. Und da auch mal. Und vielleicht ist denn hier auch eine. Nein. Guck noch ein bisschen. Nein. Wird sowieso gleich getauscht. Alles gut. Hier. Oh Mann. Nein. Oh. Ich hab dich überhaupt nicht mit dir gelacht. Oh Mann. Oha. Nein! Gnu, was machst du? Dankeschön, Gnu! Oh nein! Thank you very much. Hey, Rezo, Gnu, ihr habt doch nicht gewonnen. Was? Ja, stimmt. Hey, komm nicht so. Hey, Thomas schreibt gerade, Wasser ist wieder trinkbar in Aachen. Hat meine Mutter gesagt, aber ich weiß nicht, meine Mom ist halt aus Singapur, ne? Und es ist doch keine Beleidigung. Ich habe ja nichts Beleidigendes gesagt. Ich habe nur gesagt, aus welchem Land sie kommt. Ja, der Einzige, der jetzt gerade hier eine Bemerkung abgegeben hat, warst du. Nein. Ich habe nichts gesagt. Achso, ich bin dran. Oh, ich schmock. Hast du voll entspannt zugehört? So, oh, wie ja, ich war so gerade in Singapur, schöne Stadt, war ich schon 3-mal. Warst du 3-mal schon da? Ja, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ist, ehrlich gesagt. Ich war tatsächlich kurz alles vor den... Alles voller Kolibakterien. Ich war kurz vor den Protesten war ich da. Sorry, jetzt habe ich es verwechselt. Singapur war ich 2-mal und Hongkong 3-mal. Sorry, jetzt habe ich es verwechselt. Aber Singapur ist eine sehr geile Stadt. Sehr, sehr geil. Sehr geil. Ich hatte mal einen Auftritt. Alter, Singapur im Sommer. Ein Auftritt in Singapur? Was für eine Farbe haben wir? Ja, auf Englisch. Okay. Ey, cool. Vor 2 Leuten. Nein, wirklich. Es waren so. Hast du auch meinen Kollegen Norbin kennengelernt? Nee. Nee, warte, aber erzähl, wie war das? Das war cool war das. Ich hatte mal Bock gehabt, so vor 5 Jahren ungefähr war das, einfach mal eine Tour auf Englisch zu machen. Und damals kannte ich einen Veranstalter, der mich in Jakarta veranstaltet hat, Singapur und Hongkong. Und Kuala Lumpur. Und da habe ich das da gemacht, einfach auf Englisch. Und das war ziemlich geil, weil eigentlich kamen nur Deutsche, die mich kannten und dann ihre englischsprachigen oder fremdsprachigen Kumpels mitgenommen haben. Also es waren so 200-300 immer und 150 Deutschsprachige und dann 150 Partner aus der Region. Mega, mega cool.
Ja, ja. Wo bist du aufgetreten? In Lasalle? Du kannst doch gar nicht so viele Sachen übernehmen, oder? Weil ich meine, manche Jokes, die funktionieren doch nur im Deutschen, ne? Esplanade? Warst du Esplanade? Ich bin in Singapur bin ich im Raffles aufgetreten. Im Raffles, okay. Ja. Geil, ich kenne alles in Singapur. Mega nice. Aber was ich nicht kenne, sind Gnus Karten. Oh Mann! Nicer Übergang. Mega cool. Hey, irgendwie, one day, wir alle in Singapur, am Strand, Uno am Spielen. Ja, Singapur ist echt cool. Ich sehe uns da. Dann im Sands Hotel, Three Sands Hotel, Bay Sands Hotel heißt Marine, es, ja. Marine Bay Sands, kann das sein? Das ist auch Marina Bay gibt es. Also die mit den drei Türmen, heißt das nicht? Ja, Marina Bay. Marina Bay. Sands, ja, mit dem Schiff oben, ne, mit dem Infinity Pool, da war ich auch ein paar Mal. Was eine Aussicht. Übelst krass. Da habe ich Tom Hanks getroffen. What? Ja, ich habe ein Foto mit ihm, aber es ist voll hässliches Foto. Wegen Tom, oder? Ja, ich habe ihn rausgeschnitten, jetzt geht's gerade so. So, Gnu. Mann! Mega geil. Marina Bay Sands. Ja, das Riesenrad da, das war auch cool, das ist ja, glaube ich, direkt dahinter. Mhm. Achso, ja, ich bin muss noch. Was ist Sentosa? Was ist der krasseste Strand in Singapur? Da musst du mit der Seilbahn hinfahren. Und dann hast du so eine riesige Strandanlage mit 5 verschiedenen Stränden in einem Strand. Du kannst auch so leben einfach. Ja, hab ich verpasst. Nein, wirklich? Nee. Dann alle auf nach Singapur. Lass euch ein. Ist nice. First Class. Oh. Da bin ich auch aufgetreten. Da gibt es so eine Swiss Community. Ich weiß nicht, ob du die Swiss kennst. Club, ja. Swiss Club, genau. Mhm. Und da bin ich auch aufgetreten. Das weiß ich jetzt noch. Die haben da, die konnten natürlich alle Deutsch, das war ziemlich cool. Und die haben ja so. Super viele Deutsche, ja. Die haben da so wie so eine eigene Community. Die haben da so, so eigene Schule, eigene Sportclub, alles eigens so. Das fand ich auch ziemlich abgefahren. Ist das nur mit den Schweizern so oder haben so alle verschiedenen Länder eine Community in Singapur? Ja, in Australien ist auch so gewesen. Aha, okay. Club der Deutschen! Der Schweizer. Was hat er wohl? Ich glaube, ich habe nicht rot. Ah, ja, ist gut. Oh. Mann! Mann! Nein, mit dreckigen Dreckskarten, weißt du, hinterlässt mir echt so ein Stück Kacke einfach. Dreckige Dreckskarten. Erstmal hier doppelt dreckig ausschalten. Was muss ich jetzt machen? Mit 0 wird gewechselt, ne? Mm, ja, aber ich kann der 0 gar nicht legen, ich Otto. Ja. Mann! No! Oh, Resort gewonnen! Ich dran! Ein Hoch auf unseren Zerstörer, Zerstörer. Warum habt ihr immer so 200 Punkte bekommen und ich krieg jetzt 49? Weil du einfach ein bisschen schlechter gespielt hast. Ich glaube, weil wir gar nicht mehr so viele Karten übrig hatten. Kann das sein? Also je mehr Karten wir übrig haben, desto mehr Punkte kriegst du. So. Also ihr sagt an, ne, wie lange ihr noch spielen wollt. Also mir macht das Spaß mit euch. Mir macht es auch sehr viel Spaß. Alter, ich habe sowieso nichts in meinem Leben. Das ist das Einzige, was ich momentan höre. Was muss ich? Ich kann hier nur das da. Liegt den ganzen Tag im Bett. Wir können auch gerne, wir können auch gerne ein anderes Spiel ausprobieren, aber die Gruppe würde ich gerne behalten. Phasmo? Ju spielt das natürlich. Rezo, spielst du? Was spiele ich? Phasmophobia zum Beispiel, spielst du so, keine Ahnung. Das ist richtig schwer geworden. Hab ich noch nie gespielt. Du hast es noch nie gespielt. Wir müssen alle Sea of Thieves spielen zusammen. Das ist auch geil. Ja. Wir sind Piraten dann. Das ist eine geile Idee. Lass uns richtig reingehen. Rezo, was spielst du noch so für Games? Gar nicht so viel. Ich arbeite so viel. Aber ich fange einfach, weißt du was? Ich fange bald einfach an zu streamen. Und dann kommt einen ganz lieben langen Tag. Yeah. Sehr, sehr geil. Ja, hallo Leute, das habt ihr gehört, Chat? Das ist dann deine Gruppe. Wie nennen wir die Gruppe? Rasselbande? Gurkentruppe? Wie nennen wir uns? Rezo und Ey, diese Sache. Rezo und Co. Rezo und Co, sehr gut, ich bin dabei. Es gab ja diese eine Sache, wofür ich euch alle drei gefragt habe, dass ihr mir Geld. Was aufnehmt. Ja. Achso, ja. Und das ist sehr, sehr geil.
Das ist so, so cool geworden. Ich bin mega gespannt. Wann kriegen wir das denn mit? Wann? Ja, bald, bald, bald. Jetzt machst du auch nicht so spannend. Ja, ich weiß selber noch nicht so ganz hundertprozentig. Wie heißt denn dein Kanal? Hast bald. Du schon einen? Oder sag's nicht, wenn du noch nicht registriert hast, sonst macht das jemand anders. Ja, stimmt, stimmt. Bald, bald, bald. Okay, sag nix. Was haben wir denn hier überhaupt da? Bitteschön. Unbefriedigend. Resonauten wird hier vorgeschlagen im Chat. Fährt Rezo bei Sea of Thieves dann einen Zerstörer? Oh. Der war gut, komm, der war gut. Was für Farbe soll denn hier gespielt werden? Okay. Uno. Also vor Uno. Ja, vor ich Uno. Das ist Prä-Uno. Und Prä-Uno. 100 vor Christus Uno. Jetzt bist du ein bisschen weiter weg von Uno. Pass auf, Rezo, ne? Ist am Start. Ja. Oh, jo, jo, ich sehe es schon. Ich überlege auch. Ja, das war fast Uno. Ja. Das sieht mir mild, das sieht mir aus wie Monopoly. Was machen wir jetzt? Gib diese. Ah, sehr gut, sehr, sehr gut. Nicht mit mir, oder? Nee, nee. Ach so. Sehr gut. Da würde ich doch einfach mal sagen, 4. 4 gewinnt. Das ist jetzt nicht so geil, ne? Ja, das nehme ich doch. Noch eine. Noch eine mehr. Rezo ist der Dealer. Du klingst gerade wie so ein alter Mann. Oh, ich bin ein alter Mann. Komm, wir bringen ein bisschen Stimmung in die Bude hier. Jawollo. Voll dafür. Ja, geil. Nice. Und jetzt geht's los hier. Und aussitzen, der Hammer. Mit mir, bitte. Rezo, mit mir. Nein. Was ist das für eine Scheiße hier? Achso, ich bin dran. Sorry. Mann. Ich muss was tauschen jetzt. Hör mal auf jetzt. Boah. Was soll denn... Oh. Wir müssen alle Rezo boykottieren. Ey, haben wir alle kein Grün? Hm. Ich habe auch halt diese eine grüne Karte. Wow. Oh, danke, das ist nice. Ja, vielen, gerne. Vielen Dank. Einfach nur zurückgeben. Ich möchte was zurückgeben. Okay? Ich gebe dir zwei Karten. Ja, ich hey. Meine Karte. Ach so. Auch zurückgeben an Gnu, ja. Das ist aber nett. Ach so, ich bin dran. Was habe ich? Hier. Ich gebe zurück. Nein! Das Deck ist auch nicht viel besser. Ich muss sagen, hier fehlt noch ein Style Change. Ich glaube, Rezo baut einfach so Strategien auf die ganze Zeit. Ich baue gar nichts. Ich wette, Rezo spielt gerade, man sieht ihn ja gerade nicht, so an einem Whiteboard. Muss alle errechnen gerade. Hast du dazwischen? Warum hast du das gemacht? Jetzt ist Ju dran. Oh, gut. Und ich lege jetzt und das Wasser wohl mit euch. Boom! Ja. Four wins. Oh. Hm. Oh, ich habe richtige Samba-Musik, ey. Ich bin richtig in Stimmung gerade. Bei mir ist es, glaube ich, diese Höhlenmusik, von der ihr geredet habt. Ja. Ja, das ist voll die Kristallhöhlenmusik. Ja, ne? Kristallhöhlenmusik. Fühlst du dich in einer Kristallhöhle? Ja, oder wie gerade bei Mario irgendwas mit Cooper Trooper-mäßiges. Nein, ey, damals, wo man in der Schule so kleine Seminare gemacht hat, so Exkurse in so was? Diamantenhöhlen. Habt ihr es nicht gemacht? Nee. Ja, klar, in der Schule sind wir alle in Diamantenhöhlen gegangen. Sorry, ich war nur in der Sonderschule, da haben wir sowas nicht gemacht. Habt ihr Mandalorian geschaut? Klar. Nein, haben wir nicht geschaut. Hey, ich hab... War das eine geile Serie oder war das eine geile? Also ich hab's nicht gesehen. Ich schon. Musste unbedingt ja, gucken. Ja, du natürlich, aber... Ey, du musst es wirklich gucken. Hä, hat ey, ich habe eine gesagt, Serie, die hat mich musst? Getötet. Oh nein, ich wollte nicht dazwischen, Mann! Ich wollte nicht das Gnu dran. Mandalorian schaue ich auf jeden Fall auch noch. Aber habt ihr Hunters gesehen? Nee. Nee. Ich wollte nämlich fragen, ich brauche eine neue Serie, also Hunters. Alter, meine Güte. Und ich bin ja ein Filmeliebhaber und Serienliebhaber. Me too. Und diese Serie hat mich weggefetzt. Wo? Auf Netflix, Disney, wo? Amazon Prime. Amazon Prime.
Meine Güte. Wer hat denn Amazon Prime? Hä, hey, haben noch voll viele. Ich weiß, alles gut. Wollt nur mal den Chat ein bisschen triggern. Ah, stimmt. Guck, das sind so Sachen, die verstehe ich noch nicht. Und ey, und bald meine eigene. Ich mache auch eine Serie. Seid ihr dabei, was, alle? Was, wirklich? Ja. Auf Amazon Prime? Seit einem halben Jahr. Und Skripten seit, nee, bei Netflix. Mann, jeder kriegt was bei Netflix, nur ich nicht. Sorry, Joe, ich freue mich wirklich für dich. Jeder Mann kriegt was bei Netflix. Jeder Unlustige. Kaum ein paar Klicks. Selbst Luna kriegt eine. Aber ich bin sie. Gib mir diese Karte hier. Nein. Aber, ja. Nein. Ach, Mann. Aber ich bin sehr dankbar für das Rollenangebot. Jo, ich mach mit. Ja, für so einen Satz vielleicht. Und dann däbst du und furzt. Und das schneiden wir aber raus dann später. Genau. Ey, Rezo! Wow. Halt. Sekunde. Ah, Mann. Oh. Halt, ich kann dafür... Boom! Nein! Was? Alter, Rezo! Mach nicht die so! Hey, macht gar keinen Sinn. Was reimt sich eigentlich auf Rezo? Oh! Ey. Reinhard Remfort und also wir, Bastian Biel. Wie gesagt, ne? Ich frage euch, wenn ihr wollt, können wir noch eine Runde machen. Und Bastian währenddessen uns Reime auf Rezo überlegen, weil damals gab es einen großen Musikkritiker namens Tubo, der meinte, hey, auf Rezo reimt sich halt nicht. Aber auf Rezo reimt sich allein schon Deep Throat. Vielen Dank für den Ich glaube, das versteht Raid. Ihr gar nicht. Und herzlich willkommen auf Twitch, Bastian. Halt gar nicht. Egal, Themawechsel. Aber wieso reimt sich auf Rezo? Wieso Rezo? Ach, egal. Ich dachte, wir machen eine coole Reim-Session hier auf Rezo. Sorry, ich war gerade kurz weg. Ich will, ist okay. Wieso, Rezo, was gibt's noch für einen Reim? Komm, Chat. Ja, mach wieso? Rezo macht, wieso? Rezo macht ganz Fiso. Fiso ist kein Wort. Und Siso sagt, ich hätte gerne Miso, denn ich heiße Rezo und gebe gerne Deep Throats. Oh, okay, Diss-Track. Was soll denn das jetzt? Ich würde keinen Diss-Track gegen Rezo machen. Der hat wahrscheinlich schon so eine Festplatte. Dieser Streak. Rezo löffelt gerne Miso und ist nie so. Und ist ziemlich mies, Bro. Und er schießt so. Und fällt richtig tief, Bro. Es wird immer schlecht. Es gibt so viele. Man kann so viel auf Rezo rein. Und ich stell um Shutter bis ISO. Was ist denn den jetzt noch rausgeholt? Worum geht's eigentlich in Hunters? Oder soll ich fragen, worum geht's eigentlich in deiner Serie auf Netflix? Ich kann dir sagen, also Juden greifen, töten Nazis in Amerika. Das ist ein Hunters. In deiner Serie? Ja. Da wollte ich gerade fragen. Die Serie ist der... Also for real, die Serie killt. Die Serie killt wirklich, die ist so gut. Die hat, Alter. Ihr werdet es nicht bereuen, gönnt ihr euch. Die ist sehr lang, es gibt eine Folge, die erste Folge ist glaube ich 1,5 Stunden lang. Hast du schon abgedreht? Aber... Die habe ich noch nicht abgedreht, Hunters. Das habe ich nicht gedreht, nee. Aber unsere eigene Serie haben wir noch nicht abgedreht. Das heißt, ich werde euch eh nochmal fragen, ob ihr nicht vielleicht mitmacht. Und dann sagt ihr eh wahrscheinlich eure Preise und sage ich so, nee. Ja, aber Gnu ist teuer, wollte ich gerade sagen. Eben. Gnu ist übrigens, hört uns gerade gar nicht, glaube ich. Gnu, Quatsch, jetzt können wir über sie lästern. Ah, nee, doch nicht. Hä? Wir haben dich die ganze Zeit nicht gehört? Ja, ich war außen gemutet. Aha. Ach so, jetzt hast du so viele Sachen gesagt. Und nein, Gnu, mach das nicht. Also ich habe gesagt, ich bin dabei. Jawohl. Und Al Pacino hat da, glaube ich, ein bisschen mehr gemacht. In deiner Serie oder bei Hunters? Ich komme jetzt echt durcheinander. Nee, bei Hunters. Al Pacino hat bei der Serie mitgemacht. Boah, das ist witzig. Sehr gute Serie. Also Hunters, gucke ich mir an. Sounds of Anarchy habe ich nicht geguckt, wird gerade hier vorgeschlagen. Kennt ihr? Irgendwelche Dudes gesehen, auf dem Motorrad oder so, ne? Das ist, ich habe, glaube ich, mal einen Trailer gesehen.
ey, ich guck so wenig. Bei einer Serie ist halt auch immer so schwierig, dass du, das ist so viel. Also wenn du eine, wenn du eine anfängst, ja, dann weißt du so, boah, da brauche ich jetzt irgendwie 20 Stunden für. Ja, voll. Nein, ah, das ist schon aber, tough. Aber das ist doch die Freude, wenn du eine richtig geile Serie bingst, aber du hast keine Zeit, weil du viel arbeitest. Ja, das ist dann immer so kritisch. Ich schaffe das manchmal abends so zu sagen, ich gucke einen Film. Weil wenn ich einen Film gucke, dann habe ich nur so, dass ich denken muss, okay, die nächsten 2 Stunden nehme ich mir Zeit. Okay, I get it. Das schaffe ich. Und welchen Film hast du zuletzt gesehen, der gut war? Alter, ich habe vor ein paar Tagen mit Midsommar geguckt. Oh, der war krass. Den Trailer habe ich gesehen, ich habe mich nicht getraut. Alter, boah, ein Meisterwerk von Filmen. Okay. Also der hat richtig weggeflasht. Okay. Der ist doch ein bisschen Psycho, oder? Ja, das ist so ein Psychothriller, ziemlich krass so. Vergleichbar mit. Es hat ein bisschen Antichrist-Vibes, falls du den kennst. Das kenne ich aus Outlast. Aber es ist nicht so abgefuckt wie Antichrist. Aus Outlast. Aber cool, dann werde ich mir den mal reinziehen. Midsommar, okay. Alter, ohne Scheiß, wenn du Psychothriller magst, der ist auch filmisch, ist der so gut. Okay, so nice. Gut. Also so Filmfans, die stehen da auch auf dem Film total krass. Geil. Habt ihr Le Peur gesehen eigentlich, die neue Serie? The what? Was? Le Peur, ja, die erste krass. Folge, sehr, sehr geil. Hier mit dem aus ziemlich beste Freunde, ne? Mhm, genau, genau. Oh, echt, den muss ich auch noch anschauen. Sehr, sehr geil, die erste Folge. Achso, ich muss tauschen, sorry. Hier. Aber die hatten 7 Folgen auf 5 runtergeschraubt, ne? Irgendwann mitten in der Produktion, weil das machen die momentan bei Netflix sehr viel gerade. Hä, hab ich die 7 gelegt? Okay, gut. Ja. Mann, ich hab ich finde, das spürt man ein bisschen so in der Serie, obwohl die eigentlich gut ist, aber I don't know. Es hat mich nicht so geflasht, wie alle sagen. Oma, dass sie krass Oma Sai, ist. Genau so heißt er. Oma Syu Sai, wie wird er ausgesprochen? Was? Oma Sai heißt der Schauspieler, wird gerade hier im Besserwisserin. Ja, Moment. Genau. Ja, ja, ja. Aber trotzdem vielen Dank. Erst auf dem Ast. Wie wird er ausgesprochen, Leute? Sag mal. Ich hab keine Ahnung. Nee, ich meine hier die im Chat, die Kajoten. Achso, das musst du übrigens noch machen, Rezo. Du wirst ja ziemlich schnell viele Follower kriegen und so einen Begriff finden, wie deine Community heißt. Darauf stehen die. Also bei hast mir du schon einen? Hast du schon einen, Rezo? Ich nenne die kleine Pisser. Finde ich sehr gut. Dafür bist du geblockt. Ihr kleinen Pisser. Rezo und die kleinen Pisser. Kaya, der Julian will seiner Community aber keinen Namen geben. Ich habe schon gesagt, die heißen Chupa-Chups oder so. Hast du eine bessere Idee? Bumser. Julian, nee, Bamser. Bamser, sorry. Bamser. Julian Bamser. Nee, das ist doch cringe. Also der Chat kurz, sagt selber, nee, wir wollen keinen Namen haben. Wir wollen keinen Namen Die rauchen immer so sehr viel. Nee, die rauchen, die Raucher. Die Raucher. What? Nee, wir wollen keinen Namen haben. Ey, wieso muss ich? Nein, ich hab die 7 gelegt, ich Schmock. Jawoll! Warum denn nie einen wieder? Switch? Ja, ich hatte noch keinen Sieg. Ich krieg gerade irgendwelche Sachen, ich bin gerade voll. Oh, danke schön. Weil Rezo gewonnen hat. Reklame-Dame hat gerade geschrieben, hier, kleine Pisser ist schon okay. Also, du kannst sie ruhig kleine Pisser nennen, Rezo. Ey, ich finde kleine Pisser voll cool. Und weißt du, Kaya, wer noch vor dir ist bei Netflix? Vor mir? Was? Es gibt eine Serie, die heißt Luna. Ja, okay. Luna ist immer. Luna hat gerade, während sie am Warten ist, für Uno einfach eine Netflix-Serie gedreht. Legendary Luna. Luna, wenn du das hörst, du bist herzlich eingeladen. Weil Netflix gerade zuschaut und sagt, ich glaube, Luna hat's drauf. Ey, aber wie heißen, Kaya, wie heißen denn bei dir die Follower? Hast du einen Namen für die Zuschauer? Die Kajoten. Ah, aber das ist cool. Ja. Kajoten ist cool. Ja. Das haben die sich selber ausgesucht übrigens. Ich habe die mal gefragt und ich glaube, es ging über 2 Streams, oder? Chat, über 2 Streams haben wir abgestimmt und dann haben die sich für Kajoten entschieden. Was stand sonst noch im Raum? Boah, kann ich mich nicht mehr erinnern. Leute, was stand sonst noch im Raum? Oh, Kai ist am Gewinn. Alter, ich bin gerade nur noch am Klicken gerade. Ich beobachte das Spiel gar nicht mehr. Kajoten ist sehr, sehr cool. Ja, haben die sich selber ausgesucht. Okay, Gnu, ich leg jetzt eine gute Karte hin. Mach was draus, damit Kaya nicht gewinnt. Okay. Jawohl. Das ist eine sehr gute Karte, ja. Sehr weise. War eine gute Karte. Ja. Erhabene Karte. Dafür, dass ich vorhin gerade mit dir getauscht habe, Gnu. Ja, es tut mir leid. Das ist der Dank. Danke dafür. Dir. Ist auch eine sehr erhabene Karte gewesen, Rezo. Ein undankbares Stück, ich weiß. Die Bämer, nein, ihr heißt nicht die Bämer. Hä? Die Bämer? Wie heißen bei dir die Zuschauer? Gnuherde.
Gnu-Herde, ja, ja, geil, das macht Sinn. Smart. Hey, guck mal, das ist Karma-Gnu übrigens, ne? Was du... Die K-Jacks wäre doch auch cool für Kaya. Also, Kajaken war mal. Kajaken, Kanuten. Gut. Kaya und die Schmocks war auch mal da. Mhm. Wird, was war noch? Kaya Mahnen anscheinend. Nein! What? Hä? Nein, bitte! Ja, ich konnte nichts anderes machen! Wer klopft denn da auf den Tisch? Oh, Rage Mode Activate. Oh, Mann! Ich dachte, Paul Panzer ist hier. Nein, ich hab nicht mehr. Jetzt klopft er nochmal. Oh, Gnu! Pass auf, ey, pass auf, was ich so viel gehört damals. Jetzt ist sie auch noch dran. Panka, ich begrüße sie. Ja, ich hab's tatsächlich geschafft. Ich hab angefangen mit Streamen im Februar. Und alles klar. Du kannst jetzt aufhören, Schuh. Alter! Das hört nicht mehr auf! Das ist ein Albtraum! 21 Karten, Alter! Kannst du irgendeine plus 2 legen, bitte? Irgendwas plus 2, damit Gnu. Ich. Plus 3 hier plus, kriegt ihr. Ah, nein, was ist. Oha. Okay. Ist die einzige Karte, die ich legen konnte. So, jetzt bleib brav da. Nee, Gnu kann ja keine rote haben, das ist fake. Ich muss ziehen schon wieder! Okay. So, Kaya, Rezo, wir müssen jetzt eine Einheit werden. Boah, was ist die Farbe? Ich weiß es nicht, sie hat sich gerade rot gewünscht. Ich glaube, das ist psychologisch, aber so. Also, ich glaube, sie hat kein Rot. Was hast du rot gemacht? Oh, sie hat sich doch rot gewünscht. Ja, ich dachte, das wäre so ein Psychotrick bei ihr. Oh, sie bestraft sich selber. Nice! Nice! Sehr gut. Gut, diese. Gute, gute. Und The Boys habt ihr auch schon gesehen, ne? Ja, The Boys habe ich gesehen. Nee. Ah, der gute Serie. The Boys warum cool. Ich, Rezo, warum ich? Schau dir meine Karten an. Schau dir meine Karten an. Das ist gut. Ich gucke immer den Schrott, mit dem meine Frau guckt. Das ist so mein Problem. Was guckt die denn? Zwischen Tülle und Titten. Ne, Tränen. Zwischen Tülle und Titten. Das dachte ich mich. Diese Hochzeitszeugs da. Oder hier, mein Kind, dein Kind oder irgendwas in der Richtung. Alter. Oder Harz, aber herzlich. Herzlich. Wo gibt's das? Wieso habe ich jetzt getauscht, ich Trottel? 19. Wieso habe ich jetzt getauscht? Ich weiß nicht, auf irgendeinem Free-TV. Also danke, du hast mich auf jeden Fall gerettet gerade. Ja, Mann. Ich vergesse das mit der 0 und der 7, Mann. Wo war das jetzt mit den Titten? Weiß nicht, auf irgendeinem Vox, kann das sein? Vox? Zwischen Tüll und Tränen, da hey, irgendwelche kurz, Leute was heiraten? Was soll das hier gerade? Ach so, das ist Fernsehen. Ja, genau, Free TV, sorry. Es ist nicht, kein Netflix. Ich muss das manchmal mitgucken. Kennt ihr das nicht, wenn euer Partner irgendwas schaut und ihr müsst dann mitschauen, weil... Doch, das kenne ich. Nee, kenne ich leider nicht. Ich würde mich direkt trennen, wenn ich eine Partnerin hätte, die, die fernsieht und damit ein eigenständiges Leben führt. Das möchte ich nicht so. Ich glaube, von Kajas Frau wird sich kein Mann mehr trennen. Ja, ich bin ganz happy. Oh nein, das ist die einzige Karte, die ich spielen durfte. Ja, tausch mit mir, ich bin das kleinste Übel. Okay. Dankeschön, ja, das ist echt nice. Gerne. Was denn das? Ja. Mann! Ich hab mich für eine Sekunde gefreut, ey, von 2 auf 18. Dieses Spiel macht keinen Sinn. Es ist dumm geskriptet. Also ich bin dran, ne? Kodiert. Alter Schwede, ey. Ey, toll. Hast du mal gemerkt? Toll, das sind ja so scheiß Karten. Nein, da ist ja nichts. Mhm. Oh Gott, okay, Rezo, spiel wieder zurück. Geht das jetzt die nächste halbe Stunde so? Du kannst nicht, du hast 14 Karten. Ja, ich hab nur Zahlen. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein. Was machst du? Nein, das war dumm, das Scheiße. War dumm. Das war nur klug, guck mal, wie klug das war. Oh oh. Okay, er hat kein Grün. Bespiel grün. Grün. Aber die Zahl. Don't ich spiel grün. Grün. Hör auf! Er hat kein Grün. Mann, das war mein Uno. Oh Gott. Ja, und mein Uno kaputt gemacht. Oh mein Gott. Hey, von einer Karte in 10.
Oh, ich tausche gleich. Jetzt hat er grün. Jetzt können wir grün verlassen. Aber jetzt hat er wieder kein grün. Er hat so, ja so das lange ist erstmal die Rache grün. Dafür. Er hat kein grün, Leute. Ah, aber er hat auch zu viel Karten, ist ja auch egal. Ja. Ja. Gnu ist das Gefährliche. So, ich bin auch blau. Dann nimm doch hier. Gib mir diese. Nein, Mann! Sehr gut. Gnu hat kein grün. So. Aha. Ich würde sehr gerne mal einen kleinen Switch machen. Was behauptet denn der Chat auf hier? Eine andere Gnu Farbe. Ist vergeben, Kaya ist verheiratet und die anderen beiden lassen nichts anbrennen. Ist das so? Ist das so? Die nehmen wir einen Rauch unsere Beziehung. Denkt sich Kaya so, nein. Oh Mann, immer. Jetzt bin ich dann doch trauriger, als ich dachte. Oh. Was machen wir jetzt? Ich weine kurz. Was machen wir jetzt Schönes? Ach, das ist okay. Ist okay zu weinen? Ja, es ist okay zu weinen. Ah, ich hätte die andere. Mann, ich bin ein. Doch hier, jetzt kann ich doch. Ja, das wollt ihr eigentlich machen. Hallo. Sollen wir auch mal mitspielen? Auch hallo. Hey, wisst ihr was? Ich gebe mir gar keine Mühe, das alles hier loszuwerden. Ich ziehe einfach jetzt so lange, bis ich eine 7 habe. Hey, das geht? Ja, du kannst auch ziehen, selbst wenn du spielen kannst. Hey, lass mal alle 80 Karten holen. Und dann einfach einen Turbo-Stress machen. Ist dieser Stapel ja, irgendwann alles leer? Klar. Das war dumm, ne? Ja. Oh. Und jetzt auch noch 2. Mann. Sieben dabei sind, dreh ich durch. Nur welche Farbe hast du? Rot. Egal, 7 oder 0. 7 oder 0. Doppelte Lüge. Du hast rot. Ich mag rot. Aber ich gehe mal lieber sicher. Sehr gut. Weißt du eigentlich, dass du immer die Person bist, die mich an meinen Sieg gehindert hat bis jetzt? Echt jetzt? Ja. Er hat mich an meinen Sieg gehindert. Das ist gut, oder? Also, war das Lob? Oh mein Gott. Kaya, was hatte sie? Was hatte sie für eine Farbe? Kann ich euch nicht sagen. Hä, das ist doch jetzt. Ich hab's versucht. Ich dachte, du fällst drauf rein. Wäre ich auch fast drauf rein. Darf ich sagen, oder ist es S? Dankeschön. Nein, du wusstest das doch, Gnu. Aber Gnu, du wusstest es. Gewonnen. Du wusstest es. Eigentlich, ey, wir müssen. Wir müssen einmal Gnu gewinnen lassen. Ja, ich habe noch keinen epischen. Ja, man kann halt nicht gewinnen lassen. Ja doch, das ist jetzt das Ziel. Okay, wir ziehen einfach alle Karten, bis Gnu gelegt hat oder was? Ey, sollen wir mal alle 80 Karten, kann man einfach Karten ziehen? Ja, lass mal gucken, was wir machen, wenn wir Karten ziehen. Aber ich weiß nicht, ob diese Runde dann 7 Jahre geht, ne? Ja, ich finde es trotzdem gut. Gut, dann warte ich. Ich warte und ziehe Karten, ja? Du musst auf den Stapel drücken, oder? Was? Nee, ich glaube, das geht automatisch. Wenn ich nichts lege, kriege ich Karten. Ja, aber du kannst auch auf den Stapel drücken, dann musst du nicht Countdown warten. Ach so, und wie viele Karten bekommst du jetzt? Bis er legen kann. Also so lange, bis eine passt. Aber Moment, das stimmt nicht, weil ich hätte legen können. Nein, aber... Ach, auf den gezogenen so Stapel. Eine von den gezogenen, genau, passt. Ach so, okay, gerne. Wenn man eine legen kann, dann klickt man auf Behalten. Ich kann direkt draufklicken auf den Stapel. Okay, gut. Mal gucken. Wahrscheinlich stürzt das Spiel gleich ab. Wir machen einen neuen Guinness World Record, liebe Freunde. 120 Stunden Stream. Das wird gleich live übertragen im Fernsehen, weil das so krass ist. Das ist das größte Event auf Twitch. Auf Vox, nach Tüll und Tränen. Nach Tüll und Tränen. Warum hast du schon 20 Karten? Sieht gar nicht aus wie 20 Karten. 20. Ich führe übrigens. Das ist die pure Zerstörung gleich, ne? Das ist euch klar. Rezo zerstört Uno. Dann kennt jemand schon die YouTube-Titel, die funktionieren. Ja. Also wer am Ende die meisten Karten hat, aber dann gewinne ich ja, weil ich habe ja angefangen. Aber ich kann immer nur behalten. Auf Atem wird es auch gut passen. Wieso geht es? Ich kann immer nur eine machen. Ach so, weil du die, weil du eine Karte spielen ziehst, die du legen könntest. Stimmt, das kann sich ja noch ändern. Stimmt, wer am Ende die meisten Karten hat, hat gewonnen. Das ist cool. Ja, aber wie zieht er so viel? Bei mir steht immer spielen oder behalten. Ja, weil du sozusagen... Bald der 4 musst du drücken. Beim ersten Mal, jetzt beide Male eine gezogen hattest, die du hättest direkt legen können. Genau. Ja. Aber wenn die du ziehst, du die nicht direkt legen kannst, dann zieht er weiter. Ah, okay. Guck. Ja.
Aber so funktioniert UNO. Aber ne? Nee, behalten wir am Ende. Nein, Gnu verrät uns, Gnu verrät uns. Alle auf Gnu. Behalten, du verlierst. Gnu, du hast nein, die anderen, was du nochmal gewinnen. Ja, du wirst ja gleich gewinnen. Wir werden ja. Wer am meisten Karten hat, ich habe schon 30. Ey, wir machen die lustigste Runde jetzt gleich. Ey, wieso kriegt Kaya immer so viele? Boah, 30 Karten. Ey, nein. Ich gebe nichts ab. Boah, ich habe wieder diese Tropfsteinhöhlenmusik. Ey, das ich werde ist wieder so in Musik. So einen Exkurs der Schule Party geschickt. Achso, sorry, ja, ich habe gepennt, sorry. Ja, es kommt doch selber raus. So, 34, 35, 36, 37. Meine Güte. 38. Was ist 39, denn da los? 40. Du hast 40 Karten. Oh mein Alter! Gott. Was? Moment, wir haben doch zusammen jetzt mehr als 80, oder? Wie viele Karten sind denn im Deck? Ey, irgendwann, wenn man zu viele Karten, wenn man über 20 hat, dann zeigt er die anders an. Wirklich? Ja. Die werden einfach ausgeblendet. Stimmt, du hast recht. Hä, ich krieg immer genau die richtige Karte. Yeah, kenn ich. Ich glaube, ich gewinne das Spiel. Ey, ja, du hast doppelt so viele Karten wie du und ich. Wie kann das denn sein? Hey, guck mal, wie gut er zieht. Hä, oh was hast God. Du für einen du Run? Was ist denn? Ist zwar das falsche Spiel, aber... Guck, ich habe nur zwei gezogen jetzt. Was ist denn da los? Ja, ich ziehe die ganze Zeit nur eine. Guck 47. Schon wieder. Hä? Hey, meine Karten sind ganz anders angeordnet. Wir haben dieses Spiel komplett gebroked hier. Und ich habe halt immer direkt die mit dem... Ju, du weißt gar nicht, wie das aussieht, wenn man 20 Karten hat. Ich habe 21 Karten. Das 48. Sieht voll krass aus. Ja, mega. Sieht mega krass aus bei mir. Ey, eine wie Karte. Wie Monopoly. Es gibt keine Karten mehr. Geil. Way. Okay, let the battle begin. Ja. Die letzte Battle, ich hab gewonnen. Hey, das ist jetzt aber echt fies. Hey, du musst nur einmal eine 7 und mehr? Dann switchst du ja. Es gibt keine mehr. Okay, let's go. Ach, ah, da sind die wieder. Es gibt neue Karten, es gibt neue Karten. Nein. Das ist doch... Oh Gott. Also spielen wir jetzt normal weiter, oder wie? Ja, lass jetzt normal spielen. Weiter. Super, mit 48 Karten normal spielen. Ja gut, es wird gleich getauscht. Ja, du musst ja einfach tauschen, also... Alter, ich weiß gar nicht. Ich gehe gerade meine Karten durch. Ja, aber ich kann dazwischen liegen. Oh mein Gott. Alter. Ah. Hallo. Ich habe so viele Karten, genau wie ich alt bin. Ey, ich kann gar nicht. Oh. Es gibt gar nicht so viele Karten mehr im Deck. Ja, deswegen kann man nicht ziehen. Ich kann trotzdem ziehen. Die sind doch wieder da, ich sehe sie wieder. So. Ja, die sind wieder da. Ja, sehr gut. Du hast so die Karten muss aussetzen, sorry. Ich kann doch mal switchen hier. Ich will ja oh, danke. Ich will hey, nur noch 10. Sehen. Ich will auch mal sehen. Geil. Nein. Und wie fühlt sich das an mit 47 Karten? Das ist ziemlich geil. Boah, ich komme gar nicht mehr durch meine Karten. Nein. Ich kann auch los? Alles legen. Ich wollte... Boah. Hallo? Ich kann gar nicht mehr so gut durchblättern. Ja. Ich auch nicht. Das ist voll schwer. Dieses Spiel ist broke, wir haben es zerstört einfach. Schade, ich dachte, wir kriegen es zum Abstürzen, aber... Nein, nein. Der UNO-CEO gerade so am... Musst du ziehen, Rezo? Du hast bestimmt keine grünen und keine neuen. Ah, ich glaube, ich habe keine grünen. So, was mache ich denn hier? Wie gefällt euch das hier? Hm? Oh, das türmt sich jetzt. Mhm. Ja, genau, das türmt sich jetzt voll krass. Mhm. Ja. Mhm. Das sage ich dazu. Und das sage ich dazu. Nice. Hey, nee, du hast gebrochen, du hast gebrochen. Du hast gebrochen. Hey, jetzt sind nur noch zwei, danke. Gewesen. Oh, echt? Okay, ja. Das hebt immer den Effekt auf von vorher. Okay, genau, man darf nie doppelt. Warte, nochmal. Okay, nochmal. Nein, noch bitte mal. Nicht, nein, noch nicht. Doch, nochmal. Gnu, du musst einfach nur mitmachen. Doch, du musst mitmachen. Komm, Gnu, oder 4 ziehen. Du kriegst das hin. Gnu, komm, du 4 gewinnt. Oh Mann, Gnu. Du hättest doch nur mitmachen müssen. Sehr gut, Kaya. Ich lege immer die gleiche wie Kaya. Ja. Du müsstest doch ständig dazwischen legen können, okay, oder? Okay, genug. Nochmal. Nein, ja, bei Gruppe 2 nicht. Sie Mann, hat einfach du unterbrichst. Nein! Nein!
Ah, ich vergesse das immer. Alter. Wow. Oh, ich vergesse das so immer. Sieht das hier aus. Ja. Was sind das? Meine Güte. Gnu, das musst du auch mal sehen hier. Nein. Doch. Nein. Das sieht krass aus. Was machen wir jetzt? Wir machen das da. Ey, mach nicht diesen jetzt. Ey, weißt du was? Ich wünsche mir nämlich jetzt eine Farbe, die hast du nicht, du. Blau hast du nicht. Hey, ich hab alle Farben. Hey, was ist denn das hier? Was hast du denn vorher? Was war denn vorher? Blau, ne? Ja, blau, ja, ist gut. Blau. Sorry. Ich habe jede Farbe und jede Karte. So, nur mal so zum Staten erstmal, dass ich auch mal dran sein möchte. Ich leg mal noch eine Karte dazwischen. Just saying so. Dann mach das bitte nochmal. Also. Nochmal. Oh mein Gott. So, erstmal. Ach so, Kaya ist dran. Ah ja, ich bin dran. Ich bin dran. Was mache ich? Oh ja! So, erstmal will ich. Hä? Nein. Nein. Ich will doch auch spielen. Hör doch auf jetzt damit. Oh, Rezo hat nur noch 6 Karten. Hat Anne eine 7-0 irgendwas? Ja, ich habe alle davon. Und so erstmal will ich, dass Gnu auch mal so diese Karten sieht. So, nein. Jeder muss sie mal in der Hand gehabt haben. Nein. So. Okay, ich habe es jetzt gesehen. Interessant. Was hast du für Todeskarten hier? Die hat mir Kaya gegeben. Aber gib die mir mal wieder. So. Na gut, machen wir erstmal. Oh, ganz gediegen. Leute, danke für den Hype Train. Man weiß, oh, so meine Güte, war das knapp. Bitte bleibt jetzt im Chat. Ich glaube, es kommt eine Sub-Bomb rein. Sehr gut. Es hat sich eine Sub-Bomb angekündigt. Und zwar eine, die mir lange geschuldet wurde. Ich darf wieder eure. Ja, macht was Kluges. Was denn? Irgendwas. Oh. Gib mir das da. Ist das klug genug? Okay. Nein. Alter. Nimm meine. Mir wird schwindelig. Mir wird auch schwindelig. Jetzt das hat Karten nichts mehr hier mit Bonus zu tun. So viele Siebenen. Deswegen, es bringt ja gar nichts zu switchen. Ich würde mir die aufheben, wenn du schlau bist. Was? Moment, stopp. Ich block dich. Nein, ich wollte. Oh, nein, ich wollte. Ich genug. Konter direkt. Mit dem Block. Mit einer 8. Ich leg dazwischen. So, haben wir genug auch umgangen. Hey. So, jetzt kommt Rezo sehr, sehr durchdachter, ja, sehr, sehr stark. Da antworte ich mit einem Style Change einmal. Sehr stark. Okay. Und dann würde ich mal sagen. Karten wechseln. Nach der 1 folgt 2. Why? Okay. Was habe ich denn? Nee, die Karten gehen doch schneller weg, als ich dachte. Ey, könnt ihr glauben, ich habe keine 7, keine 0. Doch gar nicht. So Leute, ihr seht gerade, es kommt eine Sub-Bomb. Ich habe keine Ahnung, wie viele, 200. Oh, du lässt ja ganz schön viel Zeit. Ich habe gerade so eine komische Nachricht bekommen. Anonymous Gifter. Und Handy. Das sind tatsächlich, glaube ich, die 200 Doch, Subs von Blizzard. Mittwoch, oder? Das sind die 200 Subs von Blizzard, nee, Leute. Die haben tatsächlich endlich mal. Das ist nicht mehr komisch. Vielen Dank an Blizzard! Von dem WoW-Event. Ihr erinnert euch. Ach, die Complex Unit hat noch dazwischen gefunkt. Was ich legen wollte. Alter, Hype Train 645%. Nee. Thank you, Blizzard. Thank you very much. Nein, bitte nicht. Aber Gnu muss gewinnen. Diese Runde muss Gnu gewinnen. Sie sorgt schon selbst dafür. Heute ist Freitag-Chat, ich raus. Oh. Ich muss doch gewinnen. Stimmt. Sollen wir sie gewinnen lassen? Ich glaube, da führt wenig Weg dran vorbei. Doch, wir lassen jetzt Gnu nochmal dran. Ja, okay. Wir lassen Gnu gewinnen. Oh no. Oh. Du kannst ja auch deine Farbe wünschen. Okay, sie hat rot. Ah. Yeah! Nein!
Das war ein sehr fairer Kampf. Ja. Nur hat gewonnen. Ehren. Ehrenhaft hat die gewonnen. Boah, mega viele Punkte. Alter, ja, klar, weil mehr so Punkte als wir alle zusammen. Weil wir einfach zu viele Karten hatten. Ich hab's nicht genommen. Du bist die einzige Siegerin jetzt hier. Alter, aber du bist Platz 6. Hey. Nein. Ich nicht so, ne? Falls ihr euch gefragt habt, was war das für eine Subbomb? Okay. Complex Unit hat auch aber noch. Ich glaube, ich würde mir schon mal. Oder wollt ihr noch eine Runde? Nein, komm, eine letzte. Sehr eine gerne. Letzte? Ja. Yeah, okay. Okay. Aber Blizzard hat auch seine Schulden bezahlt. Jetzt wird aber hardcore gespielt. Von dem WoW-Event. Ich glaube, wir haben 200 Subs damals erspielt. Also, danke Blizzard, thank you Blizzard. Let's do this again someday. Ich gerade die Wahrscheinlichkeit nochmal. And then we finish first. Logarithmus. Ah, das war berechnet basierend auf der Sinuskurve, ne? Hm. Das auch. Das fechte ich doch gleich mal an. Hätte ich nicht machen sollen. Goodbye. Okay. Okay. Also jetzt wieder Karten ziehen, ne? Nee. Nee. Ja, wir müssen wieder Karten ziehen, so viele wie geht. Ich wünsche mir Geld, mein Schatz. Puh. Aha, rot, ja. So, Leute, es war eine gute Zeit im Chat zu sein, oder? Bei dieser Sub-Bomb. Das ist nicht deine Farbe. Du bist dran. Also, Glückwunsch an alle Subs jetzt. Neuen Sub. Was mache ich? Guckst du diese? Oh, ja, ich hab das hier. Oh, ein Kollege. Ich freue mich. Warum warst du die ganze Zeit inkognito? Hey, was soll das? Wenn jetzt genug nochmal gewinnt. Hallo, ich bin auch noch hier. Was ist hier los? Warum werde ich hier ausgelassen hier? Also, ich kann nicht tauschen. Oh Mann, sie gewinnt schon wieder. Hier, nimm diese Karten. For free. Oh, 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 oh. Oh, oh mein Gott. Ich, bitteschön. No way! Okay, einer haben wir schon mal ausgeschaltet. Okay, einer haben wir ausgeschaltet. Kannst ja, Wollo. Blocken oder irgendwie wieder umkehren? Ah, damn it. Reza, hast du blau? Weiß ich nicht. Ah, weiß ich nicht, der hat das blau. Das war die schlimmste Antwort. Okay. Ah, fuck, Alter. Sag doch einfach, dass du kein blau hast, Alter, dann hat er blau. Wenn er sagt, weiß ich nicht, dann ist blau. Ich habe gelb. Du hast gelb, dann hast du grün. Ah, der hat kein blau. Glaub dir nicht. Ah, der ist dran. Achtung. Uff, Glück gehabt. Gut. Ja, jetzt können wir erstmal alles am Whiteboard wieder wegstreichen. Ich habe eine Warum Farbe. Denn ich rot? Nicht Von alle Karte, diese hat rot. Mann. Oh, oh. Kaya, zeig, was du gelernt hast. Ich zeig dir, was ich gelernt habe. Pass mal auf hier, du. Was war das denn? Das ist, wenn er aus seinem Ohr redet. Ey, wisst ihr was? Ich habe jetzt mal folgende Taktik. Okay, ich bin sehr gespannt. Die Taktik ist noch nicht erkennbar. Nee, er geht einfach. Kommt noch eine Taktik. Nee, das ist die Taktik. Okay. Nix sagen, ist ja kein Poker hier. Oh, das können wir auch mal machen, Pokern. Schon lange nicht mehr. Ich bin nicht so gut im Pokern, aber ich wäre am Start. Strip-Poker. Oh, da kann ich das kann ich wiederum gut. Will ich die Karten haben oder nicht? Ja, jetzt macht es keinen Unterschied. Was soll's? Mhm. Oh, ich hatte ein besseres Deck. Ja, das ist gut. Was war denn das? Star Change. Also, Rezo, deine Taktik ist tatsächlich einfach nichts mehr zu sagen. Ja, meine Taktik ist einfach zu ziehen. Bis jemand wenig Karten hat und dann zack zu switchen. Echt voll die gute. Ja, die 7 ist einfach eine Scheiße. Ah, das ist der Attack. Mann, schon wieder das. Sich rein sneaken. Aha, bitteschön.
Vergiss. Da. Ah nein, die hat bestimmt auch eine. Ah, doch nicht. Perfekt. Und daraufhin sage ich einfach mal. Moin. 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 Schon wieder. Können wir mal vom Grün wegkommen? Das wäre echt nice. Ach so, dann mache ich das selber. Ja, mach blau. Ah, knapp daneben. Ah, nee, du. Das ist jetzt, das ist ich jetzt gar nicht. Gib mir diese, bitte. Nee, das kann ich nicht. Was? Hier geht's los. Jetzt geht es aber hier los. Das ist die schlauste Taktik, aber ich möchte. Das war Rizos Taktik. Wir haben halt alle sieben, die Rizos haben. Jetzt habt ihr wieder genau die Karten wie vorher, oder nicht? Ja. Glaub ich, weiß das nicht. Ich bin unsicher gerade. Also ich hab immer noch deine oder wieder deine. Ja, stimmt. Ich hab meine. Was machen wir jetzt? Nee, das auf keinen Fall. Hier, take that. Leg noch eine 2 drauf. Au. Oh Mann. Das hat wehgetan. Ich würde dann einfach mal daraufhin auch mitziehen. Das ist nett. Ja. Nee, die will ich nicht. Die will ich auch nicht. Ah, Rezo hat die Karten behalten und hat nicht gelegt, obwohl er legen konnte. Interessante Taktik hier. Was taktiert er denn? Er macht wirklich diesen Selbstzerstörungsmodus hier, sammelt so viele Karten und drückt die. Er ist noch in der Runde davor hängen geblieben. Ja, der hat mich durchschaut. Und dann snackt er sich. Ich glaube, Rezo ist super gefährlich. Ich glaube, wir dürfen nicht mehr einmal. Oh, oh. Ja, der hat halt in allen Farben eine 7 und muss die nur noch legen und dann holt er sich die geringsten. Aber ja, gut, aber wenn er zu viele 7 hat, dann hat man ja die Karte, kann man wieder wechseln mit ihm. Das heißt, zu viele 7 wären auch nicht gut. Also eine wäre natürlich am besten. Mhm. Okay, wer kriegt wohl seinen Stapel gleich? Hey, was ist denn hier los schon wieder? Warum diese Farbe? Warum? War rot nichts gut? Warum nicht? Warum nicht? Hm? Ich habe Farbe gewechselt jetzt. Warum nicht? Oh, oh, Rezo. Ich habe ein bisschen Angst vor Rezo gerade mit seinen 25. Oh, das war... Kann das sein, dass er keine 7 hat? Oder eine 0? Ich glaube, wir hatten halt alle 7 schon gespielt. Die sind, glaube ich, ganz unten im Stapel jetzt, oder? Mhm. Aber der Stapel respawnt doch immer. Hat man in der Runde davor gesehen, oder? Ja, ich weiß auch noch nicht genau, was Rezo vorhat. Aber ich habe Angst. Ich habe alles, das ganze Spiel schon durchgeplant. Dass du verlierst? Ja. Dann nimm doch nochmal 2. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Nein. Oh. Du hast. Oh no. Ach no. Bam. Habt ihr eigentlich Lust, freitags öfters mal so einen Gesellschaftsabend zu machen? Dann kann man sich immer wieder ein neues Game raussuchen. Voll gern. Absolut. Cool. Wie heißen wir denn jetzt? Immer noch keinen Namen. Wir brauchen einen Squad-Namen. Kann jeder mal seinen Chat fragen? Hör auf, mit mir zu tauschen. Mit mir? Ich will nicht! Na doch, ja, aber ich wollte. Es tut mir leid. Oh nein, Rezo will! Nein! Oh, jetzt hat's geklappt! Ringo ist sauer! Scheiße! Ich glaub's nicht! Er hat's wirklich gemacht! Du hast die 7 gebunkert, gibst du. Er hat sie blocken. Herzlich gebunkert. Mann, was er hat tatsächlich keine andere 7, der Rezo. Wirklich nicht. Aber eine das 0. Sind die wackesten Karten, die man haben kann. Ja, die hast du so lange durchgegangen. Ich hab keine plus 4, keine plus 2, nichts. Nee. Krass. Also, hast du grün? Nee, hat er nicht. Auch nicht. No way, ich weiß genau. Ah, bitte lässt mich nicht mal dran, obwohl ich so Milliarden Karten habe. Aber ganz ehrlich, ich mache jetzt auch Rezos Taktik. die ist gar nicht mal so dumm eigentlich. Ja, die ist halt immer smart. Wo du bist, macht es gar keinen Sinn, jetzt die Karten loszuwerden. Nee, stimmt. Nee, Leute, nein, gebt euch ein bisschen gar nicht. Nee, Leute, gebt euch ein bisschen mehr Mühe jetzt im Chat hier. Komm, die Namen sind die Friday Nights. Nein, Old School Gaming. Nein, das macht uns ja noch älter, als wir sind. House Group, die abgekackten. Rezo Schnizo. Wir sollen als Crew Rezo Schnizo heißen. Nein, irgendwie müssen doch alle irgendwie vorkommen, oder? Mach da mal so ein bisschen. Karesayu, nee, das klingt so japanisch. Kareyugnu, du hast recht. Ja. Ich sag nur eins, Rezo. Tausche. Gönne dir. Dankeschön. Oh nein. Ah, nice, danke.
Es gibt gar nichts mehr in diesen Karten. Kein die Scheiß. Diese Karten, es gibt nicht ein Special in diesen Karten. Nicht ein einziges. Alles sind nur Zahlen und keine du, Null und keine Sieben. Die hast du zusammengestellt. Das ja. ist dein Karma. Wow. Puh, das wow. war knapp. Senioren zocken. Oh nein, ich kann nur, ich leg die nicht. Ich leg die nicht. Ich kann die nicht legen, Leute. Es tut mir leid. Oha, was hat er denn da? Aha, hat das ist hier oder so? Das ist so eine oder goldene Holo-Karte. Ich konnte ihn nicht legen. Ein Hurak. Jukare, was? Ich will unbedingt sehen, was das für eine Karte war. Wieso gibst du ihm das krasse Deck? Nee, doch nicht mehr. Tschüss. Oh. Aber ich habe tatsächlich eine Karte weniger als vorher. Die Leute aus dem Schlumpf, hä? Mit dem Schlumpf? Let's go, das heißt die Zerstörer. Die zwei Boomer, die zwei Freshen. Ach, Chat, das könnte besser, Chat. Oder? Drei Senioren und was genug. Was soll das denn? Drei Senioren. Tolle Tomatenmenschen. Du, ich hab auch keine guten. Hör mal auf! Kaya und seine Fangirls. What? Oh no. Gnu likes oh, this. No. Ja. Die Zerstörer und Rezo. Society Gamer. Anfechten. Ja, gönne. Also er hat grün, wir wissen, dass er grün hat, Leute. Ihr müsst jetzt irgendwie switchen. Ja, ja, aber ich habe Lüge gemacht. Oh mein Gott, wir sind MS. Oha. Nein, du musst drei Engel für Gnu. So. Ja, sehr gut. Nein, mach das nicht, Gnu. Nimm das wieder zurück. Gut. Sehr gut. Die drei Witzigen und Rezo. Three and a half men. Three and a half men steht ja auch. Three and a half men ist auch nicht schlecht. Ja, finde ich nicht. Bis jetzt am besten. Gewinnt. Ah, jetzt kommen die besseren Namen. Geil. Three and a half men. Das finde ich richtig geil. Ach Mann, mein Deck packt ab. Ey, hier. Komm, mach mit. Das ist voll mein Favorit. Mann! Three and a half men. Nein. Das wollte ja, ich gar mach nicht. Mit das. Okay. Three and a half men ist geil. Ich hab nicht mal ein plus zwei, ne? Bei 40 du Karten, hast ganz kurz. 40 nur. Karten. Ja. Lass mal gucken, was du da hast, bitte. Ja, ich hab da, oh, deine sind aber auch nicht so schlecht, ne? Komm, du fangst jetzt weiter. Doch, doch, deine sind nicht schlecht. Ich, genug, guck dir mal die Karten an von Kaya, die sind echt gut. Oh! Scheiße! 40 fucking Karten! Die Pietz. Ey, lass uns einfach Pietz Meet nennen. Ja, smart. Die Lunas. Alle für Luna. Also meine Karten werden jetzt. Wertet jetzt. Der Ju hat sie dir geklaut. Aber meine sind nicht gut. Aber du kannst dir gerne. Du wirst nicht so viel Spaß haben. Ach, verdammt. Oh, Arschbäckerei. Three and a half men. Ich finde Three and a half men geil. Muss sagen, anfechten, du, auf jeden Fall anfechten. Du brauchst Fechte. Das, kannst egal sein. Du musst fechten. Fechte! Fechte! Ja. Nein, weil so bin ich noch dran. So bin ich trotzdem nicht dran. What the hell? Ich verstehe die Regeln immer noch nicht. Ich hab doch gesagt, anfechten. Nein. Oh, jetzt bleibt grün oder was? Oh, Mann. Oh nein, ich hatte noch zwei Karten. Oh, das jetzt habe ich 10 Karten. 11. Oh. 11 and counting. Encounter Rezo. Die vier Fragezeichen. Du darfst aber trotzdem legen noch. Ja, ist doch alles kacke. Oh, danke schön, das ist nice. Oh oh. Nee, oh, nicht. Gut. Hör auf. Fuck. Puh, so Glück gefreut. Gehabt. Ich hab halt Oceans keine 4. einzige grüne. Auch nicht. Oh. Fechte an. Anfechten kann ich gar nicht. Du bist doch dran. Du musst eine Farbe wählen. Kaya. Ach so, nee, du musst. Oh no! Ich wollte gar nicht rot. Finde ich scheiße. Ja, also richtig scheiße. Also richtig. Ja, Wechselfarbe. Ah, das ist nicht gut, Richtig scheiße. Also ich kann gar nicht sagen, wie scheiße ich das gerade finde. Also. Es ist wieder so eine endlose Runde. Ja. Eben hatten drei, sind nur noch zwei Karten. Okay. Okay. Okay, 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 okay. Ich spiele den Ball zurück zu dir. Switch die Farbe. Ja. Hä? Was? Wie geht das? Geht auch? Was hast du gemacht?
Ich hab reingeworfen, jetzt bist du dran. Reingeheatet. Yeats. Die Kolibakterien, ja, so können wir es auch nennen. Ach, ich hätte was legen können, aber bringt eh nichts. Also diesen Stapel muss man ja einfach nur loswerden. Ansonsten hat man das Spiel nicht verstanden. Diese Musik macht sich gefühlt auch lustig über mich. Du hattest doch kein Grün, oder? Das ist korrekt. So, also. Ach nö, du, sag mal, ey, hallo. Also. Oh nein. Also. Ich bin jetzt wütend. Mann. Ich bin sehr wütend. Mann! Hey, das war unnötig. Das war richtig unnötig, ne? Du machst immer denselben Fehler, ist voll lustig. Ja. Jetzt gibst du nämlich weiter an dich und jetzt hast du keine mehr. Ach so, ja, okay. Ey, was ist denn hier los? Ich muss wieder auf, ne? Muss wieder aussetzen. Was ist hier los? Nee, das will ich nicht spielen. Ich will das nicht spielen. Ach, Mann. Ich will das nicht spielen. Ach, was soll's. Mit mir. Hallo. Nee. Warum denn? Ja, weil du warst das kleinste Übel von allen. Mit mir, Rezo, mit mir. Nein! Ach, Freunde, was soll ich machen? Kannst du nicht den Ball zurückspielen zu mir, Gnu? Nö. Ach so, nee, Rezo ist ja dran. Ich, stupid boy. Ich dachte gerade so, was spielst du für mich? Lass mich in Ruhe. Hast du gerade gezogen? Ich habe mich aufgepasst. Ach, fuck, ich weiß es nicht mehr. Scheiße, jetzt gerade in den Chat geguckt. Ich glaube, wir haben schon einen Namen gefunden, Chat. Ihr müsst nicht mehr. Ach, nö, du. Three and a half men. Ist das, ist das nichts? Auch einverstanden mit dem ist das nicht so uncharmant? Nein, ich bin ja... Man. Mein Bruder sagt immer, ich bin nämlich wie ein halber Mann, deswegen passt es. Ja, kacke, ne, Kaya? Wieso? Ja, du kommst gleich drauf. Ja, achso, jetzt sehe ich ziemlich große Kacke. Kommst ja, ne? Grad drauf. So, what? Das sind nur zwei nice. Oh, ich vergesse das immer. Ja, ich, etwas lange Leitung heute. Ja, ja, kacke. ich kann die sowieso nicht legen. Okay, das kann ich immerhin legen. So, Leute, macht doch mal was Schönes hier. Macht doch was Feines hier. Oh Mann, du musst genau das nehmen, was ich nicht habe, ey. Oh Mann, Kaya. Oh Kaya, das geht alles auf deine Mütze. Oh mein Kaya. Gott. Oh, Kaya. Oh mein Gott, Kaya. Oh Mann, Kaya. Hey. Konntest du nicht einen anderen Ball Alter. Nehmen? Alter. Hey. Sorry. Anfechten! Oh nein! Nein! Immer anfechten! Vor allem, wenn sie gerade gezogen hat, anfechten! Gib mir 6 Karten! Nein, sie hat gerade gezogen! Das war ein Witz! Ja, aber ich sammle doch Karten, ich will die eh loswerden! Okay, okay. Der diese Karten bekommt, hat eh verloren! Ich brauche ja gar nicht zu spielen! Ich dachte, das ist jetzt gerade nach einer halben Stunde, dass ich mal wieder dran bin! Aber du willst mich einfach nur persönlich zerstören. Das stimmt gar nicht. Das behauptest du nicht. Kai, ich glaube, du hast die blaue, ne? Oder? Das kann man nicht. Oh Mann. Ja, mach doch. So. Leg doch mal eine Karte. Ah, hier. Jawoll! Jetzt ist sie auch noch dran. So gönnen die alle besten Karten. Ja, das sind 50, by the way. Nur falls die Zahlen nicht mehr. Du kennst, weil die so groß ist. Bescheuert sind zwei letzten Karten, die man haben kann. Ach. Ja, das war wirklich, das war eine 7 und eine 0. Ja, genau. Komm schon. Was hast du hier, Grünes? Aha. What? Oh, irgendjemand kriegt gleich mein Deck. Jawollo, gönn dir. Damit du vier. Oh! Oh! Aha, aha. Oh, oh. Ja, ich würde nur einmal sagen, ich gönne mir. Nein, Lias!
dich. Doch, doch, doch. Oh, und jetzt bin ich wieder am Winnen. Und ich habe 50 Karten. No way. Es ist unmöglich, Scheiße. Dieses Spiel. Mann, es kann doch nicht sein. Wie gierig alle nach dieser einen Karte. Jeder will diese verknackte Karte. Mann. Damn. Wer ist denn jetzt dran? Hab ich wieder die 50 Karten gerade? Was? Wie ist denn das passiert? Und ich muss ziehen? Ich hab doch hier eine Fünfer. Nein, nein. Oh. Don't do it. Wieso? Nein. Bitte. Nein! Jawoll! Ey, diese Round ist wirklich endlos. Nochmal. Ah, da kann ich bestimmt mitmachen. Nein, kann ich gar nicht. Egal, ich muss mich gar nicht beschweren mit 49 Karten hier. Ich habe da gute Karten. Aber ich habe immer noch das kleinste Deck. Ich glaube, ich habe auf jeden Fall eine Straße hier. Dieses Dazwischenlegen macht gar keinen Sinn. Nee. Ja, wirklich nicht. Und immer ab und zu diese Klaviermusik dazwischen, ist so geil. Ja. Immer Rage Mode und dann... Oh Mann! So, wie krieg ich... Werde ich die los hier? Okay, also, ich könnte zumindest schon mal Rezo blocken. Ja, das ist gut. Dann blocke ich hier genau diese. Aha, interessante Taktik. Dann blocke ich mal den Rezo hier. Interessant, da wurde ich auf einmal geblockt. Da wechsle ich dann auch mal kurz. Ich kannte mal einen Dude, der hat immer, wenn ich mit dem gesprochen habe, wirklich immer so gemacht. So oft auch noch. Weil er mir zeigen wollte, dass er wirklich immer alles abnickt, was ich sage. Und das hat mich so genervt. Ich so, hör doch mal auf mit der Scheiße. Mich so getriggert. Hast du ihn zumindest aufs Maul gehauen? Wenn die Leute, mit denen du redest, und die beschweren sich, dass du ihnen so in die Augen starrst und sie anschaust, wenn sie mit dir sprechen. Schau mir nicht so in die Augen, wenn du mit mir redest. Da muss man sonst hingucken auf deine Ketten. Da bleibt ja nichts anderes übrig. Können wir nicht damit aufhören? Ich fühle mich verstanden, Leute, oh Gott. Die mich verstanden. Ich fände das anders, das ist eine Lüge gewesen. Nein! Ich hab doch gezogen! Oh, endlich kriegt Rezo diese Karten hier. Mann. Ach man, ich hab das so nice runtergearbeitet. Nein, mach das nicht. Mach das nicht. Nein, ich will nicht deine. Mann, jetzt hab ich die Stricherkarten bekommen, ey. Uiuiui. Nice Karten hier. Alter, ich hab überhaupt keinen Überblick. Ich check das ist auch. Ist das, kann man das gewinnen? Oder ist es irgendwie so ein Logikfehler gerade hier? Und so wenig. Also jetzt mal ganz ernst. Alter. Was ist denn das für ein Deck? So. Ich möchte das nicht mehr. Kaya hat mich voll gesaved. Scheiße, ist mir jetzt erst auf. Ich hab überhaupt keinen Überblick. Mach nochmal, Kaya, hau rein. Nee. Diesmal nicht. Hättest du nichts gesagt, hätte ich dazwischen gelegt. Aber das Blöde ist, jetzt nehme ich deine Karten, du hast gerade zwei gezogen. Wie gewonnen, so Zerrun. Ich hätte die Geschichte nicht erzählt. Wie so Tiere. Wie so Gnus. Wie so ganz alte Erdmännchen. Ah, komm hier, ich mach mal mit hier. Diese Runde geht einfach nicht zu Ende. Alter, die ist so belastend. 42. Ich verrecke hier einfach. Wieso hab ich... Ich kann nicht mehr. Nein, ich wollte diese... Mann. Daneben gegriffen. Wechseln wir mal die Farbe, ich brauche was Gelbes. Ah,
Ich brauche das, ja. Nein. Ey, diese Runde wird nie zu Ende gehen. Wir haben gefühlt auch wieder alle viele. Oh, scheiße. Bro, hier, ey. Da, ich hab zwischen. Boah. Ey, ich muss gleich auch, ich spiele gleich noch ein Spiel um 9 Uhr, by the way. Nein, das hier jetzt soll ich bei mir fertig werden. Was für ein Spiel? Streamst du oder offline? No Man's Sky. Im Stream? Im Stream, ja. Aber das ist das mittlerweile Multiplayer? Ja, Multiplayer ist richtig gut geworden seit den Patches. Mhm. Ich krieg das nicht mehr weg. Jetzt. Oh Gott. Also das heißt, man kann sich finden. Ich habe mal irgendwo so von einem Patch gehört, wo du die anderen aber nicht findest in dem Unendlichen. Ja, genau. Wo du zwar theoretisch zu denselben Orten kannst, ja, aber die sind da dann nicht. Also ich habe jetzt schon mal angetestet. Ich habe immer alle gefunden. Okay. Geil. Erzähl uns mehr. Und wie ist das so im Multiplayer? Macht schon Spaß, aber es hat super umfangreich, das Spiel. Es ist riesig. Du kannst dich ja da. Warum beantworte ich überhaupt noch eine Frage ernsthaft? Ich glaube, du hast gelogen. Ey, Kaya, du brauchst auf jeden Fall einen Emote. Ja, ich glaube auch. Wie stellt man das wohl dar? Warum habe ich keine 7? Why not? Keine Ahnung, machen wir sowas hier. Ja. Mach eine gute Farbe. Brauchst du blau? Das war. Oh. Ich wollte gerade sagen, endlich. Und dann kommt auf einmal eine andere Farbe. Noch? Was? Kannst du dich selber dazwischenlegen? What? Und wechselst die Farbe? What? Hä? Was? Dreimal? Das geht? What? Was passiert hier? Going on. Mann, ich habe nur Kackkarten. Der CEO irgendwie so, hey, hier passiert irgendwas im Game. Ganz komische Anomalien, weißt du hier. Wer will die? Gib mir die. Easy peasy. Oh, süß. Dankeschön. Na gut, dann hole ich mir sie eben. Wieso hast du das? Vom Schwein. Oh. Alter. Alter! Ist ja gut! Wir haben Perpomobile erschaffen! Ich bin der einzige Schmock, der keine 7 hat, kann das sein? Perpomobile! Hä? Sturmi hostet mich? Sturmi, wir spielen doch gleich zusammen, hä? Wieso machst du das, Sturmi? Sturmi! Was macht denn Sturmi jetzt? Der hat mich gehostet! Oh nein, Sturmi! Ja, willst du gleich ich nachher wieder zurückhaben? Wenn er seinen Fehler realisiert hat, vielleicht hat er eine 7 gelegt und jetzt. Oder er sieht, wie unfair und Uno spielst und er möchte jetzt nicht mehr mit dir spielen. Genau. Hab ich recht? Oh Mann. Baby. Oh Mann. Oh, sorry, Rezo, der ganze Sieg ist dahin. Du hast mir wirklich die Chance gegeben, aber so sehr verkacken wie ich kann, glaube ich nicht. Spiel halt oh nie mein auf. Gott, wie kann man nicht verkacken in seinem Leben? Das schaffst du nie bis 9. Oh mein Gott. Hier ist ja niemand am Winnen. Ey, wie lange geht's? Ey, wer hat so einen geilen Sound gerade gehabt? Das muss genug gewesen sein, dass ich selber gemutet. Hast war du nicht das Twitch dann auf dem Stream Deck oder was? So als Knopf? Ja, ich kann sagen, du bist die größte, dummste Welt. Und dann hörst du. Ey, wie cool! Meinst du oder hast du einen aber der ist doch. Ich muss sagen, das und ich bin sowieso. Zeigst du mir, wie das geht? Aber natürlich. Ey, geil. Piep mich mal aus, Gnu. Du bist ein Hu. Das war ein bisschen sehr spät. Was wolltest du sagen? Hu einfach? Hu, ja. Hu. Du bist Hubertus. Hu. Ja, komm, hier, mach mal die plus 6 voll. Ja, komm, jetzt mach mal richtig plus 2 Runden hier, come on. Ja, nee, ist das wieder abgebrochen, Gnu. Nicht reinschmeißen. Stimmt. Ey, weißt du was?
Warum allem denn rot, Rezo? Weiß ich nicht. Rezo, ich fechte das an. Ey, Victor Alblali, danke dir für deine Host. Ja, ist doch cool. Kuss geht raus. Es wurde Joe genug gehostet, ist ja gut jetzt, Leute. Ja, der macht ja, das ja alles. Ein, das ist doch super unfair hier. Hoste mal einer, Rezo. Ich bin dran. Ach, es ist ja immer noch rot. Ey, wir sind hier gerade in der Endless-Runde und kommen hier nicht mehr weg. Außer wenn ich diesen Move jetzt hier mache und sage. Und dann in ja wenigen neuen Karten. Nimm die von Kaya, da hast du die meisten Möglichkeiten. Ja, Kaya. Nimm mich. Ja. Nimm von Gib Kaya. Gib mir mal. Einfach Recherche. Die taktische Tiefe ist jetzt enorm. Oh, Kaya, das kriegst du auch paar dazu. So, die kriegst du nämlich jetzt gleich zurück. Ach nee, du hast ja nicht mal eine 7 gehabt. Oh mein Gott, das sind nein, die wieso mache ich das jetzt? Habe ich den Gnu-Fehler gemacht? Ihr unterbrecht immer. Oh. Ihr unterbrecht und wir müssen noch mal so eine. Ach nein, jetzt muss ich unterbrechen, weil ich ziehen muss. Ey. Du schaffst es nicht, in 3 Minuten musst du in No Man's Sky-Universum sein. Schaffst du nicht, ne? Aber das der Stomi hat doch gehostet, hört er jetzt nicht auf? Ja, aber der hat, glaube ich, gerade offline gehostet. Das heißt, er ist, glaube ich, am Start gleich. Oh nein, Waffeli, wir brauchen noch eine Stunde. Waffeli. 10. Waffeli hört sich schweizerdeutsch an. Ist ja ein Waffeli, oder? Ich fechte alle an. Ich fechte alle an, liebe Freunde. Oh, wie so ein Lügner? Hm, das überrascht mich jetzt nicht. So. Oh, komm mal auf Switch, ja? Es geht mir jetzt zu weit. Immer diese Menschen, diese Karten da reinwerfen. Diese Arschlöcher, die diese Karten reinwerfen, meinst du? Oh, so meinst du? Ja. So, oh, ich habe das kleinste Deck. Wie ist das denn passiert? Oder meinst du so? Oh. Oh, ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Diese das Problem ist, ich habe halt alle Karten. Ich kann immer reinwerfen. Nur jetzt gerade nicht. Interessant. Mit wem spielst du noch? Ich fechte dich an, Rezo. Jo, mit wem spielst du noch? Ich? Meinst du heute? Ja, was spielt er heute alles noch? Also ich spiele später The Medium, aber ansonsten habe ich noch keine Pläne. Und du? Jetzt, wer kann am schnellsten machen? Du spielst auch The Medium, ich auch. Ja? Ja. Wo bist du an welcher Stelle? Bist du an der Stelle, wo du stirbst und dann wiederbelebt wirst und dann das Kind stirbt und du durch das Kind wiederbelebt wirst? Bist du an der Stelle? Ich fange gerade erst an. I'm just kidding. Ich habe nicht gespoilert. Alles gut. Du fängst auch frisch an? Du hast schon gespielt, gell? Ich habe gestern angefangen. Ich habe es irgendwie gesehen, das wurde freigeschaltet gegen 18 Uhr und dann bin ich irgendwie sofort ins Stream gegangen und wollte einfach der Erste sein. Ist gut? Ja, ich war auch der Erste, aber es haben ungefähr 20 Leute zugeschaut. Keiner will sich spoilern, ne? Nein, das ist ein cooles Spiel. Ist das ein Spiel? Ja, das ist so ein Psycho... Also Horror würde ich nicht sagen. Psycho-Thriller, coole Atmosphäre, nice Grafik, interessante Story, aber es ist jetzt nicht mit voller Jumpscares oder irgendwas. Ich glaube, einmal habe ich mich hart erschrocken, das war's. Und zwar gleich am Anfang, wenn du aus dem Fenster guckst, dann... Nein, alles gut. Und übrigens das Ende. Genau. Und am Ende siehst du einen Typen und macht. Dieses Spiel, Alter. Das ist der Endgegner. Ich dachte, wir spielen eine Stunde Uno, ne? Das ist der Endgegner. Okay, genug. Ich spiele dir jetzt zu. Du spielst mir zu. Was do you need? Rot? Eigentlich müssen wir uns MHMHMHMH nennen für. Stimmt. Klick. Scheiße! Was machst du denn, Gnu? Ich hab eigentlich gewonnen. Oh mein Gott, wie gemein. Kaya, du wirst sehen, was ich vorhatte. Ach du Scheiße! Ja, was mache ich denn jetzt damit? Ja, du hast gewonnen. Wieso? Nochmal. Nee, mach doch nicht. Ach ja, ich muss sofort tauschen. Gib's mir bitte, yeah! Übersmart! Du hast gewonnen! Ey, sehr, sehr geil! gib's mir bitte! Holy shit! Ey! Danke, hat jemand nicht gewonnen? Nee, jeder hat einmal gewonnen. Ich hab dreimal gewonnen.
Ich zweimal. Zweimal habe ich gewonnen, verstehst du? Ich bin der Uno-Meister hier. Das war doch die letzte. Das hat so viel Spaß einen. Gemacht. Ey, wenn ihr wollt, suche ich nochmal ein Game für nächsten Freitag raus. So, dann, ne? Also wir können auch mal Games, wo mehr Leute mitmachen können oder sowas. Jetzt ist Luna wieder dann im Spiel. Dann plane ich das wieder und dann frage ich euch. Und mit Luna dann dieses Mal vielleicht. Nein, wirklich sehr gerne. Können wir gerne so festhalten. Freitags immer und dann, was gibt's denn noch für Spielchen? Oh, es gibt so viel. Ne? Wir können auch mal Mensch, ärgere dich nicht spielen, Monopoly, Risiko. Ach, so viele Brettspiele, ja, so viel. Ich würde voll gerne bei Monopoly mitmachen. Molokolo? Was für ein Spiel? Monopoly. Monopoly? Müssen alle Monokel aufsetzen. Monokeli. Monokeli. Oh Mann. Okay, ey, hat so viel Spaß gemacht. Danke euch. Ja, danke euch. Danke für die Einladung. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Zocken. Yes. Euch auch. Noch ciao, ciao. Schönen Abend. Ebenso. Ciao, ihr Lieben. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Yo, ciao, ciao. Tschüss. Ah, oh, war das eine geile Runde.